Hallo zusammen, das ist der Joel. Vielen herzlichen Dank, dass ihr den Feelgood-Podcast schaut oder hört. Ich schätze es sehr und möchte am Anfang eine ganz wichtige Mitteilung loswerden. Nämlich, dass die heutige Folge präsentiert ist von der Blutstammzellspende, also von der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz. Und Blutstammzellspende ist etwas sehr Wichtiges, was ich selber bis jetzt auch nicht wirklich so auf dem Schirm hatte, leider. Zum Glück jetzt mehr, weil in der Schweiz jeden Tag Kinder und Erwachsene an Leukämie und anderen lebensbedrohliche Blutkrankheiten können erkranken und in dem Fall sind sie dann auf eine Blutstammzellspende angewiesen. Jetzt kann es sein, dass im eigenen familiären Umfeld kein passende Spender oder passende Spenderin gefunden wird. Also ein genetischer Match muss zuerst vorhanden sein. Das kann zum Beispiel bei Geschwistern die so etwa 20-30% Chance sein. Und wenn also kein Match gefunden wird, ist man angewiesen auf eine sogenannte Fremdspende. Und das ist genau das, was ihr könnt machen. Und zwar kann man sich registrieren auf www.blutstammzellspende.ch. Dort gibt es einen Online-Fragebogen. Den ausfüllen, dann kriegt man ein Testkit heimgeschickt, wo man also eine kleine Maulschleimhautprobe abgibt und wenn man das zurückschickt, ist man nachher registriert. Was heisst, man ist registriert? Das heisst, man ist dann nicht automatisch die ganze Zeit am Blutstammzell spenden, sondern man ist dann einfach mal in der Datenbank und die Chance, dass man angefragt wird, ist sehr, sehr gering, aber umso wichtiger, wenn es tatsächlich ein genetischer Match gibt. Und das ist eben, wie gesagt, nicht allzu oft. Darum umso wichtiger, dass man sich registriert und die meisten werden nie für eine Spende überhaupt angefragt. Und auch dann, wenn man angefragt wird, kann man immer noch von einer. Wichtig ist eigentlich, dass man registriert ist, sofern man Lust hat und das will und Zeit hat, was aber die meisten von euch wahrscheinlich haben. Und es ist wirklich, wirklich wichtig, auch besonders bei jungen Männern, weil die medizinisch am idealsten als Spender sind. Aber selbstverständlich können sich alle registrieren. Also macht etwas Gutes und könnt euch registrieren auf www.blutstammzellspende.ch und vielleicht sogar irgendwann könnt ihr ein Leben retten. Ja? Also gute Sache. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt auch registrieren und wenn ihr es machen wollt, dann danke ich euch von ganzem Herzen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, einfach spät. Ja. So. Grüßkulisse. Ja, erzähl. Gläserrücken. Kennst du das? Gläserrücken. Das ist ja. Doch mal so eine. Kennst du das? Nein, was ist das? Das ist so ein vielleicht bin ich Trend gesehen, so ein bisschen so übernatürlich, dass man irgendwie. Man hat irgendwie so eine Seance gemacht und alle sind so in einem Kreis gesessen und dann hat man irgendwie Gläser gehabt. Und je nachdem, wie das Glas sich bewegt hat, hat das dann einem eine Antwort gegeben in die eine oder andere. Ist das nicht irgendwie so ein Stecken oder so, wo man so verschiedene gehebt hat und dann ist so verschiedene. Ich glaube, so du meinst Tischrücken heisst das, glaube ich. Also, Tischrücken, ja. Ich habe meine Gläser Gläser. Das ist einfach die Bar-Version. Genau. Und irgendwie ist es eben so gesehen, wenn dann etwas passiert, aber die wissenschaftliche Erklärung ist, dass die Körper ja gleich so Mikrobewegungen macht. Solange du lebst, ja. Genau. Und dass das dann wird irgendwie die Beeinflussung vom Glas oder vom Tisch oder was weiß ich machen. Genau, wenn alle auf einmal den Tisch so zusammen nehmen. Das wäre aber creepy. Ja. Und es gibt eben eine klare Erklärung für das. Spiritistisch. Dass wenn irgendwie 8 Menschen einen leichten Tisch heben, dass sie dann gar nicht merken, dass sie ihn bewegen, weil es eigentlich so wenig Kraft braucht und so wenig Energie. So könnte man Leute fragen, zum helfen zu zügeln. Einfach mal 8 Leute fragen, hey, heben mal den Tisch. Wenn du schon mal immer etwas über dich herausfinden wolltest, ja. Jetzt ist der Moment. Ja, genau. Wir stellen alle Fragen, die wichtig sind und für das haben wir einen Tisch, ein Sofa, ein Fernsehmöbel, ein Doppelbett. 4 Meter Wandschrank.
Und, genau. Und am besten ist, also alle Fragen werden beantwortet, wenn es von der Griffenstrasse 19 bis genau. zur Haarstrasse 37 über in den zweiten Stock kommt. Mhm. Dann sind alle Fragen beantwortet. Das ist die, spiritistische Bewegung, Handlung. Ja, was jetzt geheißen? Spiritistische Handlung, ja. Das ist wegen dem Tisch, das wäre so spiritistische Handlung. Ja. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Ja, einfach, wenn ich am frühen Morgen in den Spiegel schaue. Ich finde es immer eine tolle Frage. Hast du schon mal einen Geist gesehen? Nein. Nein, aber es gibt wirklich großartige Antworten. Du kriegst sensationelle Geschichten. Ja. Weil erstaunlich viel behaupten, schon mal einen Geist gesehen zu haben. Ja, eben, bin ich. Nein, aber so richtig so. Und, da. Und auch, es spukt. Das finde ich auch so geil, wenn es spukt. Mhm. Glaubst du an so Zeugs? Aber es ist manchmal schon so ein bisschen unheimlich, weil man nicht weiss, woher ein Geräusch herkommt. Also yeah. Ich verschrick einfach trotzdem. Ja, ich auch. Es ist wie so 100%. Und ich finde auch dunkle, ganz im Dunkeln finde ich es immer noch nicht so toll. Nein, ich auch nicht. Der Charlie hat mal behauptet, nein, man muss nie Angst haben im Dunkeln, weil man sieht, mit der Zeit gewöhnen sich die Augen dran und man sieht gleich viel wie alle anderen. Das wo schon auf einen wartet. Eben, aber es gibt ja gewisse Tiere, die sehen noch besser im Dunkeln. Ja, ich finde auch, es ist nicht so beruhigend. Ja. Ich glaube, wir füllen mal an, wir sind eigentlich schon mitten drin, aber schon. Okay. Ich mache noch irgendwie eine Klappe. Bäm, so. Warte schon. Haben wir gut gemacht. Schön. Hm. Das ist Synchronschwimmen an Land. Synchronrücken. Ja, genau. Sehr gut. Willkommen im Feelgood Podcast. Danke, schön da zu sein. Es freut mich sehr, dass du eigentlich nach der langen Sommerpause bist jetzt der erste Gast. Okay. Und zwar Folge 101. Wuhu! Ja. Yeah. Ja, also du bist die erste Folge vom Neustart sozusagen. Das ist doch super. Mhm. Ja. Yes. Vielen Dank, bist du hier gewesen. Ja, schön. Ciao. Ja, wenn wir, haben wir ein Thema. Nein, aber also ich habe gemerkt, es geht natürlich schon am Schluss geht's immer irgendwie um das Feelgood-Zeugs. Also das ist eigentlich immer so die letzte Frage, was man macht, um sich gut zu fühlen. Und außer Drogen, meinst du? Hey. Und auch da. Weil ich wohne jetzt im Kreis 4. Ja. Yeah. Also wenn du da konkrete Fragen hast, ich sehe so von daheim, welche Ecke da noch Potenzial rum ist. Sehr spannend. Ich habe mal nicht mehr gewohnt, wo einfach gegenüber da im Parterre hat ein Dude immer das Fenster offen gehabt und den Vorhang gezogen. Und immer wenn das der Fall war, sind ganz viele Menschen so per Zufall wirklich nur zum Hallo sagen, sind die schnell vorbeigegangen. Zum so. Vorhang go beichten? Nein, das nicht nur so zum Vorhang, sondern sie haben tatsächlich gelüttet und danach haben sie sich kurz im Gang, weil sie schon beim Parterre gesehen, oder? Ja. Haben sie so schnell, hey, schön bist du, alles klar. Und dann sind sie aber gerade wieder weg gewesen. Tag des offenen Fensters. Genau. Sozusagen. Fenster zum Sonntag für andere Themen. Und es hat mal eine Galerie gegeben, wo auch so die Menschen für 10 Sekunden sind alle Bilder anschauen, komischerweise. Ja, so Speed Art, weißt du? Ja. So ganz kurz ein bisschen, ja. Bisschen die Kunst aufgesogen und dann sind sie aber wieder weg. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Ja, es gibt da sehr lustige Establishments. Wohnst du so am Kreis 4, dass du das Fenster kannst zur Nacht offen haben oder nicht? Ich nicht, nein. Außer, also ich finde es sehr mühsam, wenn ich, weißt du, man erlebt ja mega viel, wo man nicht will. Und es ist so, also wenn Leute dann völlig betrunken Schluss machen am Morgen um 4 Uhr. Und das ist, aber es ist spannenderweise, du hörst die Ambulanz schon recht weit oder die Polizei und immer so, bei unserem Haus hört es auf. Also es ist wie so, es ist ja spannend. Ein paar Stegentritte und ja genau, und dann sag ich, kommt schnell. Nein. Vielleicht ist dein Haus das wo... Vielleicht liegt es an meiner Nachbarschaft. Nein. Oh, das wohnt jemand von der Ambulanz dort. Ja genau, vielleicht wohne ich auch im... Nein, aber es ist spannend, wenn du am Sonntagmorgen dann siehst, so
Blutspuren einmal am Morgen oder es ist wirklich... What? Ja, ja, es ist ideal, um mit einem kleinen Baby zu wohnen. Es ist so familienfreundlich. Also, genau. In die Welt setze ich dich jetzt. Ja, ich habe gedacht, wo? Wo sind eh schon alle anderen auch am Schreien und... Wow. Ja. Also ich habe im Kleinbasel gewohnt, an einer Kreuzung, wo man gesagt hat, das ist so ein... Bei der Kaserne? Ja, gerade ein bisschen weiter. Und es ist ein bisschen äquivalent, natürlich nicht gerade Langstrasse, aber es passiert schon immer etwas. So, und dort habe ich aber auch nicht das Fenster offen behalten. Weil einfach so, ich habe immer gefunden, ja, so Lärm und so stört mich eigentlich nicht. Aber wenn dann irgendwie so Dienstag, 5 Uhr am Morgen ist, und dann eben so, dass das irgendwie eben Schluss machen, es ist wahrscheinlich mehr Streit oder so, aber es ist irgendwie so, hau mal ab! Lass ihn ruhen! Ja, was gleiche mit dir! Jetzt gang endlich! Und dann kommt das so 10 Minuten lang, gang endlich! Und ich finde auch, ja, ich finde auch gang! Und meistens ist es irgendwie so eine halbe Stunde Ruhe und dann ist es wieder, jetzt gang endlich! Genau. Weißt du nicht genau, was sie in dieser halben Stunde gemacht haben? Und nicht nur das, es gibt auch noch den Autoverkehr und den Dörfverkehr und dann, wir haben jetzt gerade Street Parade gehabt. Yes! Ist natürlich am Sonntag, am Abend, am 4. immer noch. Das voll in Gang. Das ist grossartig gewesen. Ich bin am Sonntag Nachmittag mit meiner Freundin und ihrem Sohn sind wir gar nicht weit von da, sind wir sehr industriemäßig eigentlich, oder? Sind wir am Umfahren und dann kommt eine bei einer Ampel, die steht eigentlich schon auf der Straße und die hat so schwarz-weiß gestreift Zebra. Ja, so Einteiler gehabt, und so einen Mega-Zylinder. Und ich war so ein bisschen so halb am Tanzen gesehen, aber eigentlich hat sie Autostopp gemacht. Und es ist halt eine Ampel und darum halte ich halt an, weil es ist rot. Also ich bin doch meistens... Du wirst sie nur bei grün. Genau, ich bin doch meistens der, wo der Signalisierung folgt. So. Und das nicht als Empfehlung sieht. Und darum halte ich. Und dann meint sie, dass ich halt, um sie mitnehmen. So. Und sie so... Sie macht nur so Bewegungen. So, okay. Und dann zeigt sie auf einmal, zu zwei anderen kommen. Und jetzt sind irgendwelche Dudes, die sicher nicht zu ihr gehört haben. Ursprünglich. Also ich sag mal, die sind sicher nicht zusammen an Street Parade. Die haben mehr ausgesehen wie Bauarbeiter. Völlig geschafft haben, so, oder? Okay. Und sie ist so verstrahlt gewesen. Sie hat nicht mal ins Auto wirklich reingeschaut, weil dann hat sie gemerkt, es hat eh keinen Platz. Also mein Auto ist sehr klein. Kofferraum. Genau. Mein Auto ist sowieso sehr klein. Also hat wahrscheinlich schon so nicht Platz gehabt für alle. Aber so erst recht nicht. Und die hat dann wirklich gemeint, wir nehmen sie jetzt mit. Und ich weiß nicht mal, wo hin. Ja, und sie hätte es wahrscheinlich auch nicht können sagen. Wahrscheinlich so einfach nicht da mit den Bauarbeitern. Das ist genau der Moment, wo du wirklich sagst, wir lassen das Fenster da oben. Ja, und wo ist die Kindersicherung geht ja auf die andere Seite. Genau. Abschließen, ja. Fenster oben. Gut ist. Ja, definitiv. Aber das war meine einzige Erfahrung, die ich jetzt hatte. Du hast wahrscheinlich... Ja, ein paar. Hey, ich muss sagen, am 1. Mai war bis jetzt am beeindruckendsten gewesen. Weil du hast schon mal 1. Mai, oder? Yes. Das war sehr festlich. Und dann am Abend... Ja, genau. Und am Abend... Dann hat ja irgendein Fußballclub den Meistertitel gewonnen, der nicht Basel war. Und dann einfach nur eine Wand an völlig betrunkenen Menschen. Also es waren zu Hunderten mit Petarden und Feuerkörpern und einem Grölen und einem Singen. Und du hockst auf dem Balkon und siehst einfach die Stimmung. Und die Wand von einfach Hunderten von Leuten. Und es ist einfach geil, dass unser Kind einfach geschlafen hat. Hast du wahrscheinlich so White Noise gesehen, ja, oder? Voll. Nein, weißt du, es geht nicht. Genau. Ich bin nicht Fußballerin. Nein, wirklich. Ich bin noch FC Basel-Fan, wo sie noch mega schlecht waren. Das ist immer so eine Grundaussage. Das ist immer so eine Grundaussage. Das heisst, wenn... Ja, als ich Kind war. 2000. So. Nein, als ich Kind war. Ich bin wieder Kind, meinst du? Nein, so 19. Keine Ahnung. 96, 95. So. Das ist etwa, wo ich mein erstes Match schaue. Und ich etwa mein letztes, ja. 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 Ja, das ist das tatsächlich schon länger her.
Ja, mhm. Wir sind gar nicht so unterschiedlich alt, habe ich das Gefühl. Nein, ich glaube es nicht. Nein, also ich bin ja jetzt gerade 26 geworden. Ah, ja, schön, schön, ja. Darum hat der Hut. Zum genau. Cool, weil. Ja, ja, genau. Ja, ich kann nicht mitheben. Nein, 34 bin ich. Was? Jö! Ja. Jesus. Wirklich? Ja? Ja, herzig. Ja, kannst du ja eh nicht ändern. Nein, und darum, also ich frage jetzt nicht, wie alt du bist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Fußball jetzt nicht so deine grosse Passion ist. Weil, von wo kommst du genau? Also, Tägerwilen. Ich habe aber beim FC Tägerwilen tatsächlich Fußball gespielt, so bei den Kindern halt noch. Wirklich? Ja, und dann irgendwann sind die anderen Arschlöcher einfach zu gross geworden und haben mich halt einfach... Das ist so, weißt du, wenn du einmal so den machst und sie leidet, dann habe ich einfach keinen Spass mehr gehabt. Ja, das verstand ich, das verstand ich. Tägerwilen! So, Tägerwilen! Tägerwilen! Das ist ein geiler Ort. Ich bin schon mal gesehen, ja? Krachenbach. Was? Das Krachenbach ist in Tägerwilen. Was ist das? Das ist so ein Open Air. Also oh. Ja, wo du auch eben einmal im Jahr hast du so ein Langstrassen-Feeling daheim. In Tägerwilen. Nein, Tägerwilen. Ich kenne einen, der von Tägerwilen ist. Hey, es tut mir leid. Und da haben wir mal abgeholt. Darum sind wir tatsächlich in Tägerwilen gesehen. Tägerwilen. Ja. Wie lange hast du in Tägerwilen gelebt? Zu lang einfach. Also 2 Jahre, oder? Nein, einfach so Kindheit durch. Ja. Und ist das so, ich meine, ich komme von einer kleinen Stadt. Das heisst... Liestal. Nein, Basel. Aha. Und das ist ja per Definition eine kleine Stadt. Es hat irgendwie 100, ich weiß nicht, wie viel es jetzt hat, 170.000 oder irgend sowas. Und schon dort gibt es so das Feeling, das habe ich so gehabt, Anfang 20, es ist alles zu klein. Und irgendwie, man sieht immer die gleichen Leute und irgendwie alle wissen alles von allen und es wird ganz viel geschwätzt und irgendwie, es ist so erstickend. Und dann bist du mal aus dem Haus und hast gemerkt, da ist ja noch eine andere Straße. Nein, das ist das Problem gewesen. Du hast das Gefühl gehabt, egal wo ich in dieser Stadt bin, aber das ist halt einfach, weil für eine gewisse Generation gibt es halt einfach irgendwie 5 Orte, wo alle hingehen. Ja. Und das habe ich schon bei so einer kleinen Stadt empfunden und jetzt habe ich mich völlig, wie will ich sagen, mich resozialisiert in dieser Stadt. Ja. So, also jetzt finde ich es großartig, weil eben, es hat sich verteilt und irgendwie sind auch nicht mal die Leute immer rum. Ja, und du hast wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten jetzt mittlerweile zum Sachen machen in dieser Stadt. Genau. Wo du nicht irgendwie gebunden bist an deine Peer Group. Richtig. Wo mit 26 richtig. Halt einfach schon viel freier bist, wie noch mit 14. So ist es. Aber ich habe eben erst so Anfang 20 gehabt, wo ich dann so gemerkt habe, ich würde gerne mal ein bisschen weg und so. Aber in Tägerwilen. In Zürich. In Tägerwilen ist das. Es ist noch viel extremer. Viel früher, oder? Viel früher, ja, ja. Zügelst du dort hin und fragst, wann gehen wir wieder. So. Nein, aber wir haben Konstanz und das ist einfach mega cool, Konstanz. Weil dort hast du einfach alles viel günstiger. Ja, logisch. Ich glaube, darum sind meine Eltern auf Tägerwilen zügeln, weil du dann einfach so mit 2 Kindern kannst eben viel mehr Fleisch und Sachen über Grenzen schmuggeln. Und ich glaube, das war so der Grund gewesen. Tägerwilen. Wie heisst es? Gut und günstig? Ja, genau. So gut und günstig Joghurt und das Zeug, oder? Ja. Mhm. Also verstanden. Ich meine, ist bei uns auch sehr beliebt. Der Einkaufstourismus über die Grenze. Das ist halt. Es gibt mittlerweile sogar einen Tram, der bis über die Grenze fährt. Ja. Wo sie gefunden haben, hey, uns ist das ja eigentlich egal. Voll. Wenn ihr nicht bei uns einkauft, wir wollen lieber das Tramticket von euch. Ja, genau. Also, ja, man könnte wenigstens nicht nehmen. Das Angebot daraus rausschlagen. Genau. Also wenn du das Tram dann vielleicht gerade so direkt dann nachher in einen Kaufhof oder so reinfahren, weißt du, dass es dann... Ja, aber es ist wirklich, also mehr davor kannst du nicht fahren. Aber es ist nicht der Kaufhof, sondern, warte jetzt, wie heißt es? Kaufland. Es ist das Rheinsender. Ach. Das Rheinsender. Das Rheinsender. Ja, das ist wirklich... Habt ihr auch so einen lustigen Dialekt? Also bei uns ist es ja das Badische. Ja, aber bei uns ist es wirklich fast Baseldeutsch, aber nicht ganz. Ach jö. Also zum Beispiel der Ottmar Hitzfeld hat immer bei Interviews beim SRF hat er sein Lörracherdeutsch ausgepackt. Ach so geil. Weil das wirklich fast, das ist fast Schweizerdeutsch. Ja, das ist wirklich so eine ganz, ganz kleine Änderung. So. Mhm. Und dann hast du das Rheinsender und gerade nebenan ist noch, ich glaube, so Kaufland oder so.
Marktkauf. Marktkauf heisst er, glaube ich. Marktkauf! Und gib mal Rhein Center Weil am Rhein. Jetzt musst du mal. Schon drin. Jetzt musst du, ah, schon drin. Aber, ah, schon, ja. Aber kannst du nicht Bilder anschauen, irgendwie auf Google oder so? Genau, ja. Rhein Center, mein und dein Center. In der ersten Stunde, das ist gekauft, das war schwarz-weiß. Hans-Jürgen ist Fan der ersten Stunde und hat einen Refill-Becher. Schau mal, das architektonische Meisterwerk. Ja, es ist so ein bisschen Kopenhagen, hä, da. Für Arme. Wow. Ja, ja. Du, aber wenigstens nicht grau. Ich meine, in Zürich, wenn ich könnte und wenn ich mega... Yeah. Geld hätte mir ich Zürich schön machen. Einfach von Farbe. Aber Zürich ist ja schon so rundum Niederdörfli, Münster. Ja, so. Ist schon so sehr schön. Das sind so die Postkartenbilder, oder? Ja, voll, voll. Ich glaube, Basel hat einfach viel mehr davon. Nein. Basel hat auch eine sehr schöne Altstadt. Ja. Yeah. Ich sage immer, dass der Slogan für Basel müsste sein, schön abgefuckt. Weil es ist beides. Es ist schön, aber es ist auch super abgefuckt. Mhm. Und Zürich wäre einfach nur noch abgefuckt. Nein, finde ich aber nicht gut. Du zahlst dann halt dort irgendwie auch für einen Kaffee 12 Stutz an den schönen Ort in Zürich. Aber in Basel hast du dann so den Hafen und all das Zeugs. Das ist so ein bisschen modern, schön. Es ist nicht schön, aber es ist halt einfach irgendwie noch cool. Ja, voll. Sie haben es recht umgebaut. Genau. Aber das Rheinbad haben sie tatsächlich verschönert. Das ist top. Das ist jetzt wirklich... Aber ich habe das letzte gemerkt, an einem schönen heissen Tag, wenn es Gewitter kommt, dann stinkt es sehr fest am Rhein. Weißt wirklich? Du? Ja, wenn du weißt, das nächste Mal gewittert, hock mal an und dann wird es dich vertätschen. Es ist wirklich so grusig. Ah, so richtig so tolle. Also wie sagt man dem Kanal? Mhm. Kanalstimmung, das ist so wie... Ah, wie heissen die drei Schildkrötchen schon wieder? Die was? Die drei Schildkrötchen, wo... Welche drei Schildkrötchen? Warte mal, es ist nicht Nintendo, wie heisst es? Es ist mega peinlich, man muss es wissen. Ah, Ninja Turtles? Ninja Turtles. Sind vier. Sind es vier, habe ich jemanden umgebracht. Heimlich. Der Raffaello, den hast du vergessen. Den habe ich ausgelacht. Aber es ist so das Feeling in echt. Wirklich? Mhm. Ich bin mal in der, also nicht wirklich Kanalisation. Doch auch, es hat mal so eine illegale Party gegeben, die Kanalisation von Basel. Wow. Nein, ich bin mal unter dem Rhein gesehen. Es gibt so unter Rhein-Gang, wo irgendwie, zum Beispiel, was machen sie? Ich glaube, wenn es zu viel Wasser hat, können sie dort irgendwie noch durchfluten und irgendwie so. Sind wir mal mit der Schule, glaube ich, sind wir gegangen. Und das ist schon und spannend. Nachher sind drei Kinder weniger dabei gewesen. Genau. Und dann bist du in einem Tunnel und du weißt, über dir sind jetzt einfach ein paar Tonnen. Millionen Tonnen Wasser, die einfach die ganze Zeit durchfließen. Mhm. Das ist ein weird feeling. Ja. Ja. Was haben wir in Tegerwilen? Haben wir einen Fluss? Nein. Mal der Rhein. Wir haben wie so ein Stück Rhein. Ah, haben wir ein Stück Rhein? Ist ein ganzes Stück Rhein zwischen Baden und Untersee. Ja, da kann man reinpissen und dann denken, in Basel. Wir filtern es aber zuerst. Ja, genau. Wir haben ja mittlerweile sehr gute... Filtrungsanlage. Aha. Nein, wirklich? Wirklich, ja. Also der Rhein ist zu Basel eins von den saubersten Gewässern. Mittlerweile. Mhm. Mittlerweile, richtig. Früher noch definitiv nicht. Ja. Sag mal, was hast du rausgesucht da? Tegerwilen. Ansicht aus. Es hat mal ein Werbeplakat-Dings gegeben. Tegerwilen, Thurgau. Wow. Schlangweilig. Da kannst du nichts erleben und darum komm da an. Als Werbeslogan. Tegerwilen, wir haben... Also, was willst du? Jetzt müssen ein bisschen Ruhe kriegen. Ja, es ist so wie ein Kloster, aber mit Aussicht. Das Einsiedeln ist eigentlich einfach draussen. Es ist so, es werden ab und zu ein paar Schöf missbraucht. Es spült manchmal eine Leiche ans Ufer. Das ist es. Das ist eigentlich so der perfekte Ort für so einen Tatort. Genau, oder? Agathe Christie. Genau sowas. Ja. Oh, das ist eigentlich so, es passiert eigentlich nichts und dann passiert auf einmal etwas ganz Schlimmes. Genau, das ist so das. Yes. Also wenn du in den Nachrichten bist in Tegerwilen, dann ist es nicht mehr gut. Im Tegerwiler Tagblatt. Hey ja, so die traurigen Dorfzeitungen. Wo eben der Hans-Jürgen als Fan aus erster Stunde mitschreibt.
Mit so einer, alten Digicam macht er die verschwommenen Bilder. Ja. Wo dann sicher falsch unten dran steht, wer es ist und was die Person macht. Mhm, so. Weil es auch niemand durchliest. Das ist wie gleich. Genau, genau. Marina Hügel. Ja, ja. Alle zwei Wochen auf dem Tegerwiler Sonntagsmarkt. Oder ja, irgendwie genau. So. Okay, wie lange bist du denn in Tegerwiler gesehen? Ja, eben. Bis ich genug Geld hatte, um wegzugehen. Also ich habe eine Semi gemacht in Kreuzlingen. Da lohnt es sich halt nicht finanziell. Ich bin Was ist Semi? Das ist Lehrersemi. Jetzt halt ach so. PMS. Ja, ja. Was? PMS? Ja, genau. Pädagogische Maturitätsschule. Sicher nicht. An einem Ort, wo du noch richtig kannst blüten. Genau. Es haben die Männer sind auf den Namen gekommen. PMS. Das hast du uns mir jetzt nicht, weil ich habe mich schon gefragt, wie kommt man auf die Idee? Dass man in eine Ausbildung geht, die PMS heisst. Ja. Aber nein, man weiss, hey, wenn du die geschafft hast, dann hast du es noch einfach im Leben. Dann hast du es in der Regel einfach im Leben. Genau. Ja. Wow. Ja. Okay. Ich frage mich, haben Sie einfach den Namen schon gehabt und danach haben Sie irgendwann gesehen, oh, das ist die Abkürzung. Shit. Ja, pädagogische Maturitätsschule. Vorne war es Lehrersemi. Ja, LM. LS. Nein, einfach Semi. LS. Semi. Ah, Semi. Ja, und dann kommt es uns ein bisschen zu halb. Wir wollen etwas Ganzes. Machen wir mal PMS. Das ist wirklich das Ganze. Ja. Okay, dann hast du das hast du dann gemacht. Genau. Und hast, ich habe nur fragen, was es ist, sorry. Und hast du noch nicht so viel Stutz gehabt, um wegzugehen? Ja. Ja. Was willst du? Also weißt du, was willst du? Du kannst auf Kreuzlingen zügeln, das ist ja das nächste Tor. Sorry. Das ist aber so das nächste Loch, das nicht Konstanz ist. Ja. Ja. Aber Kreuzlingen hat, wie heisst es, die Bodensee-Arena. Ja. Wow. Ja? Und ein McDonald's. Das ist so. Das finde ich immer der Inbegriff von, wir haben es geschafft. Ja. Wenn du ein Kino und ein McDonald's hast, dann bist du bei dir. Ich glaube, in Kreuzlingen hat es ein Kino gegeben, wo aber so erst ab 18 war, wo auch hauptsächlich Männer reingegangen sind. Also ich glaub, die haben so Die Hard und ja. Und so viele. Ja, genau. Gesagt, Speed, weißt du, so brutale Actionfilme. Ja, und dann war einmal der Vorhang offen. Ja, aber. Okay. Ja, das war so das, was. Lehrerberuf, ich meine eben, es ist sowieso, wenn man schon keine Freude hat am Leben, dann kann man das auch weiterziehen mit dem richtigen Beruf. Ich bin übrigens seit kurzem nicht mehr, ich habe jetzt gefunden, mit Kind, jetzt habe ich eins, kann ich mal Pause machen mit dem Lehrer-Dasein. Wirklich? Lehrerinnen-Dasein, ja. Ist sehr befreiend. Das glaube ich. Also du bist jetzt quasi auf die Sommerferien, hast gesagt, fertig. Ja, du hast schon in Mutterschaftsurlaub gesehen, oder? Ja, genau. Yeah. Und dann habe ich gefunden, es ist gut für den Moment. Also, und dann voll und ganz Bühne? Ja, nicht voll und ganz. So ein Kind braucht hure viel also ich mein, Zeit und so, dass genau, es nicht stirbt. Rest. So am Anfang. Für den Rest von der Zeit. Also ja, genau. Für genau. Die zwei Stunden in der Woche Bühne. Genau. Ja. Ja, ja. Das ist jetzt eben von Tägerweilen dann Lehrer da sein, Lehrerinnen da sein, Heilpädagogin, einfach so immer tiefer abstürzen. Und jetzt Langstrasse. Und jetzt müsste ich das natürlich in eine Trilogie von Programm verarbeiten, oder? Weil da hast du wahrscheinlich Geschichten bis. Ja. Und man ja, kann es eigentlich erst machen, wenn man es nicht mehr macht. Weißt du, so irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn man nicht mehr auf dem Beruf ist, dann kann man aus dem Vollen schöpfen. Genau, dann kannst du auspacken. Nachdem du PMS gemacht hast, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Nein, ich habe tatsächlich für ein Text einmal die Schulleitung und nachher sind wir zur Schulbehörde, weil ich gefunden habe, ich muss absichern, dass ich nicht einen Shitstorm bekomme von den Eltern, wenn ich da gewisses Material mache. Aber es war voll okay. Yeah. Für das SRF zu viel. Aber für die Primarschule geht's. Ich kann sagen, wenn es für das SRF zu viel ist, dann ist es wahrscheinlich gerade okay. Mal richtig, oder? Ja, genau. Hast du schon mal etwas zensiert gekriegt? Wenn es für das SRF zu viel war? Haben sie gesagt, ja, sie haben schon mal so ein bisschen Sachen zensiert. Aber wirklich? Es ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ja. Ja, man muss halt immer schauen. Wer und wo. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Ja, okay. Ja. Und Schulleitung hat gefunden, alles easy? Alles easy. Ja, so, also weißt du, es ist so, im SRF, wenn Frauen masturbieren, ist das eine Straftat. Das ist so wie, nein, ja, das geht nicht. Weil sie wissen, Fan erster Stunde wird einen Brief schreiben. Ja. Und dann hat die Ombudsstelle hat dann wieder ganz viel zu tun. Ja, ich glaube, es ist mega. Das so. Ist mega blöd, wenn du einen Job hast, der für etwas klar definiert ist und du dann in dem Job tatsächlich etwas musst machen musst. Das ist voll scheiße. Mhm. Ich glaube, auf dieser Ombudsstelle. Man müsste mal wie so ein Praktikum machen auf dieser Ombudsstelle. Und einfach mal so. Und am besten. Oh, ich würde so gerne die Briefe beantworten. Eben, und am besten im Freundeskreis sagen: Hey, ich mache jetzt Praktikum bei der Ombudsstelle. Können dir alle mal etwas reinschreiben? Ja. Schickt mal alle etwas. Hast du schon mal wahrscheinlich auch schon ein paar Sachen? Also, Ombudsstelle nicht, aber ich habe ich mal eine Webshow. Eigentlich der Vorgänger von 2 am Morgen. Mm, per Definition. Ja. Ja. Habe ich so eine Web. 1 am Morgen. Genau. 1 am frühen Morgen. 1 in der Nacht. Genau. Ja. Ich hab's richtig depressiv. So, eins allein. Am 2 Uhr morgens. Ja. Nein, sondern, also hat er von Mutzenbacher geheißen. Es war eine Webshow gesehen, wo ich so wöchentlich ein bisschen tagesaktuelle oder zumindest gefühlsaktuelle Themen verarbeitet habe. Ja. Und ich habe dann feststellen, dass 80% von meinem Lohn nicht ist, die Show schreiben. Nicht ist die Show aufnehmen, sondern mit sehr wenigen, aber ausgewählten Menschen stundenlang telefonieren und Mails hin und her schreiben, warum jetzt die Formulierung nicht geht und die geht und warum das doch drinnen bleiben sollte und so. Hey, im Tagovilo Tagblatt hättest du das nicht. Nein, dort kannst du schreiben. Hey, dort hättest du einfach Freiheit. Ja. Ja. Zu viele Ausländer. Schlagziele, fertig. Und dann würden sagen, alle Deutsche schreiben. Nein, das ist... Ach, hey, das ist so... Aber es ist natürlich als SRF-Problem gewesen, weil, vor allem mit der einen Person, die ich zu tun hatte, die ist eigentlich nicht von diesem Fach gesehen. Mm, das ist immer gut. Sondern hat dann halt von der journalistischen Seite meine Texte angeschaut. Ja. Und dann machst du halt irgendwie einen Spruch über da und da. Dann heisst es, ja, aber das geht nicht, weil dann haben wir die andere politische Seite nicht abgedeckt. Und ich sage, es ist nicht ein Zistungsclub, es ist keine Arena, es ist eine Satire-Show, so, weißt du? Bei uns haben ja unsere Chefs, die sind so geil. Also, ja. Wir haben ja den Bü, der hat müssen sich anheben. Geiles Jahr. Und wir haben auch so Weiterbildungen gehabt, mit. Ja, wie tut man journalistisch korrekt arbeiten? Mhm. Wir haben wirklich so das Buch. Wir haben Freiheiten, wir machen das nicht. Wir haben wirklich gewusst, wir können einfach alles machen. Und ich glaube, das braucht es eben, dass es funktionieren kann. Sonst hast du ein Berlusconi-TV. Ja, aber es ist einfach Angst gesehen vor eben gewissen Menschen, Gruppierungen, wo man sagt, hey, sag das lieber nicht. Oder? Weil eben, wir wollen keinen Shitstorm. Aber der Punkt ist, du bringst es dann und es interessiert kein Schwein. Ja. Das ist ja super. Also weißt, es ist gar nicht so viel. Wenn man nicht aneckt, ich finde es mega spannend. Es braucht ja wie so, wenn man sich entscheidet, irgendwie anzuecken, dann muss man eben auch damit leben, dass etwas zurückkommt. Aber erst dann wird es spannend und erst dann gibt es eine Diskussion. Aber das zeigt, dass bei 2 am Morgen aus den Fehlern bei mir gelehrt worden ist. Das ist von einem von euren Chefs genau mal so gesagt worden. Oh, wow. Ja, ja. Aber es stimmt auch. Also weißt, es ist halt logischerweise, du lernst immer dazu und ich finde es gut, wenn man effektiv dazu lernt und das dann auch anwendet. Ja, ja. Weil, und sagt, wir haben es immer so gemacht. Wir machen es jetzt auch weiter so. Seit 1925 ja, machen wir es immer so. Wer hat es erfunden? Nein, das ist tatsächlich, also die Stelle, die ich immer diskutiert habe, ist dann nicht mehr gesehen. Ja, ja, ja. Freedom! Und, ja. Und was aber wirklich dort spannend gesehen ist wie das dann innen, will sagen, innerpolitisch hätte es dann auch noch können Kreise ziehen. Also weißt, weil dann habe natürlich auch ich irgendwie einfach so ein bisschen zurückkämpfen. Und bei der allerersten Sendung schon. Hast du auf den Tisch gehauen? Hab ich gefunden. Acht Leute haben dran gelangt und dann hat es. Ja, genau. Nein, das hat mir ohne Scheiß, der Victor Jacobo hat mir wahnsinnig geholfen. Ah, geil.
Weil ich gefunden habe, shit, also ich mache jetzt das und ich diskutiere schon bei der ersten Sendung, diskutiere ich über irgendwie den zweiten Satz von meinem Skript. Oh nein. Und dann habe ich gedacht, es ist ein bisschen früh für das Ass im Ärmel, aber ich habe gefunden, hey, ich muss jetzt einfach. Dann habe ich Victor angerufen und habe gesagt, hey, ich habe ein Problem, da. So, danach hat er natürlich irgendwie dem Domenico Blas das Zeugs geschickt, hat mir ein mega geiles SMS geschrieben, wo er sagt, es sei völlig okay, was ich da formuliert habe und so, oder? Mhm. Aber anscheinend würde man da wieder zu früh Zensur betreiben. Dann hat er mir noch geschrieben, es war gerade zur Trump-Zeit gewesen, oder? Also, how sad. Oder irgendwas hat er noch hinten dran geschrieben. Oh, mega schön. Ja. Und dennoch habe ich das mal alles durchgeschickt, um dann tatsächlich grünes Licht zu kriegen für den Text, so wie du da siehst. Und um was ist es gegangen? Der Blocher hat sich die Nase gebrochen. I mean, come on. Logisch hat sich der Blocher die Nase gebrochen. Logisch wird das ein Thema. Also, weißt, ja. So, und logisch machen wir dann auch einen Witz drüber. Aber es ist dann nicht. Es ist. Ja, das ist irgendein. Weißt du, der Vorfall war? Ist irgendwie ausgerutscht oder irgendetwas? Ja, wir haben dann halt gezeigt, wenn er beim Sechs-Leuten-Platz vom. Dings ausrutscht. Und es ist eben schon. Es ist auch halt clumsy. Also, ja. Ja, und es ist ja auch gut, wenn man manchmal ausrutscht. Genau. Und es hat eben. Das ist dann. Richtig. Und es ist dann nichts passiert. Niemand hat irgendwie reklamiert oder was weiß ich. Nur, was ich gemerkt habe, bei. Der Verschwörungstheoretiker. Oh, da ja, hast dann, dort ja, hast du dann natürlich, die haben halt so ihre Foren. Und ja, dann hast du einfach 150 Mal den gleichen Kommentar in einer etwas anderen Formulierung. Weil sie halt einfach aus dem Forum... Das ist so wie eine Sekte, hä? Also es ist einfach sehr organisiert. So, und so können ja die Shitstorms entstehen. Wenn die ihre Energie für etwas Gutes sind, sollten sie doch gärtnern. Keine Ahnung, das etwas Gutes machen. Hey, das wäre doch so schön. Aber du musst aufpassen, wenn der Gärtner ist... Jedes Helikopterli und jedes Flugzeug, das über dich fliegt, könnte dir etwas abregnen lassen. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch gegen die Masten sind, dann könnten die doch so Sachen hökeln oder lismen. Es würde einfach die Natur ein bisschen verschönern. Und Mast einpacken? So eine Öko... Das wäre dann auch so Mast urbieren, einfach für die. Ich hätte an so eine Öko-Christo gedacht. Es ist alles verpackt, aber es ist so mehr, ja, genau. Es ist so mehr gestrickt. Dann weiss man auch, wie sie gestrickt sind. So, links rum. So. Genau. Wir haben nicht gesagt, dass das ein guter Podcast ist, gell? Also, für meinen Standard ist es sehr gut. Oh, wow. Ja, es tut mir leid für dich. Hey, du, es ist voll okay. Hey, so ist es halt, weißt du? Ab und zu habe ich das Glück, dass mal einer oben raus schwimmt und du hast das Pech, dass du in einem scheiß Podcast gesehen bist. Bist du schon viel im Podcast gesehen? Nicht so. Auch schon dort oder da. Aber es ist voll okay. Also, ich finde. Ich lese noch gerne einzeln nichts, aber ich komme gar nicht so viel dazu. Ja. Yeah. Und ja, also. Siehst, ich kann es mega nicht gut. Ich kann einfach da hocken, kann einfach nichts sagen. Ja, aber nein, das geht auch. Also weißt du, man kann auch ab und zu die Stille aushalten. Hast du nicht ausgehalten? Schnell gegangen. Ja. Nein, aber drum, also um die Geschichte schnell abschließen, was dann eben geil ist, ist wie bei zwei am Morgen ist klar die Haltung gesehen, wir tun lieber uns nachher entschuldigen, als vorher schon rügen. Und das ist das einzige Richtige, was man machen kann. Mhm. Weil wenn du Grenzen gar nicht kannst ausloten, dann kommst du gar nicht an der Punkt, es gibt der geile... Der Spannungspunkt. Ja, das ist wie so, es die muss Schnittstelle, wo eben gerade so an der Grenze ist, dass einfach so, du bist so, wenn du es schaust, bist du so, Es ist so, wie wenn man das auf alles machen im Fernsehen. Mhm. Dann würden sie beim Fußball nicht rennen, sie würden beim Sprinten würden sie, kriechen, sie würden beim Tatort niemanden umbringen. Es ist so wie, es ist einfach so Altersheim. Ja, aber es ist so. Es ist genau das. Und eben genau, wenn du mal in das Spannungsfeld kommst, passiert auch wirklich geiles Zeugs. Ja, dort ist das Leben. Und das ist aber auch eben... Dort ist das Leben. Das finde ich gut. Also... Das ist ein guter Slogan. Dort ist Fan Leben. Erster Stunde. Hans-Jörg. Deko Wille. Dort ist das Leben.
Nein, sorry. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Also, dort passiert dann das Spannende und Unterhaltsame. Das ist aber da, wo die Schweiz dann versucht, eine Versicherung zu machen, dass man ja nicht dort reinkommt. Dass man ja nicht. Oder es ist ja schon spannend, wenn man 3 Minuten zu früh am Bahnhof ist und dann sehe ich einmal, wie die Leute rennen, weil sie haben nur noch 7 Minuten bis zu der Tür. Und ich finde es mega spannend, unsere Mentalität. So ein bisschen. Und ich merke ja, ich selber bin auch so. Yeah. Mein Freund ist Amerikaner. Mhm. Er ist so entspannt und so anders. Und ich reg mich manchmal auf über meine eigene Mentalität. Ja. Yeah. Wo so ein bisschen kleinlich ist. Mhm. Aber ich kann es nicht sein lassen. Ich kann es nicht sein lassen. Ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, das, was du jetzt beschreibst, ist so ein bisschen wie, jetzt mal pauschalisiert gesagt natürlich, aber SchweizerInnen sehr gern in einer Komfortzone sind. Mhm. Die Komfortzone ist aber wahnsinnig klein abgesteckt. Ja. Das ist dann das Kleinliche eigentlich. Ja, weil du kannst in einer Komfortzone sein, wo du dir selber sehr breit facherisch, oder? Mhm. Die Komfortzone kann sein im Spektrum von einer Stunde. Und darum ist man eben wie auch nicht mehr so flexibel, wenn es mal außerhalb ist. Und darum kommt man auch sofort den Ombudsbrief über, wenn man halt mal einen halben Meter draußen ist. Also eigentlich müsste man wie so mal das organisierte Chaos haben. Ja. Yeah. Ah, da haben wir zwar gehabt. Gerade weil ich sagen, so vielleicht eine Pandemie oder so. Nein, ich glaube vielleicht etwas anderes. So mehr als ehemalige Heilpädagogin, vielleicht so ein Lernfeld, wo man einfach so mal kann experimentieren, unsicher zu sein. Mhm. So, dass man einfach mal übt, zum Beispiel, dass der Zug 3 Minuten zu früh abfährt. Also, mhm. Oder so gewisse Sachen mal einbauen. Aber das ist ja schon, mein Zug war ja wirklich etwas Gravierendes. Wenn jetzt irgendwie ein Zug, der alle halbe Stunde kommt, irgendwie 3 Minuten zu früh abfährt. Und du musst dann nachher eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde, musst du dann warten, oder? Er fährt zu früh ab, haltet aber dafür irgendwo auf der Strecke, um die Zeit wieder aufzuholen. Klar. Dass er dann pünktlich. Aber das ist zum Beispiel zu Basel, ist das ein bisschen eine Diskussion mit der Buslinie, wo der Bus immer so 1-2 Minuten zu früh abgefahren ist. Ja, siehst du. Sind Leute ausgerastet. Ja, ja. Weil, das kann ja nicht sein. Ja, und ich in meinem Denken habe so gefunden, ja voll geil, wenn einer 2 Minuten zu früh ist, dann kommt der nächste einfach auch wieder früher, oder? Das ist ja super. Das heißt, ich muss nicht auf den vorher stressen. Sondern du kannst endlich mal in deinem Tempo zum Bus. Genau. Ich müsste alle 2 Minuten zu früh. Genau, weil das ist dann effektiv einfach 5 Minuten zu spät, was jetzt super ist für mich. Mhm. Weil dann langt es mir gerade. So schön. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin auch so grundsätzlich eben so mehr so der US-entspannte Style. Bis ich dann einmal an einem Polter-Weekend gesehen bin mit nur Italienern. Und dann habe ich gemerkt, ich bin schon ein wahnsinniger Schweizer. Wie hast du es gemerkt? Ja, weil dann wirklich so, hallo, in einer halben Stunde ist unser Flugzeug und die sind noch in der Einkaufsstraße und sind noch nicht mal alle da. Und sonst bin ich immer da, wo irgendwie so super entspannt ist. Der letzte ist. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es gibt schon Levels. Ja. Es gibt, ja. Aber ja. Also dort bin ich wirklich so der Miesami mit dem Fahnenleben, weißt du, weil man so probiert hat, Leute zusammenzuhalten, oder? Ja. Du bist jetzt schon zu sagen, jo, also wenn jetzt die halt noch ein Hemdli kaufen und dann halt den Flug verpassen, dann ist es halt so. Mhm. Und ich meine, was macht man in dieser Zeit, wo man schon zu früh am Bahnhof oder am Flughafen ist und man wartet dann in dieser Halle und ist mega zufrieden, dass man es geschafft hat, eine halbe Stunde lang. Aber wir sind mal auf Israel geflogen. Und dort musst du 3 Stunden zu früh am Bahnhof sein. Ja, also und dann hast du wie so, wir sind das zweite gesehen, mein Freund und ich, und wir sind dann wie interviewt worden. Also es ist wie so, so Geheimagenten dort sind es gewesen, also keine Agenten sind es gewesen, und sie haben uns wie unabhängig befragt. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel so, fuck, wie lange sind wir schon zusammen? Und ich bin mega in Schweizer gekommen, weil ich es wieso nicht gewusst habe. Und dann habe ich dann so übrig geschaut und dachte, fuck, was sagst du jetzt? Dann hat einfach mal irgendeine Zahl gesagt, er hat zum Glück eine ähnliche gesagt. Und es ist so in einem Range, wo es noch okay ist. So öppe. So, ja, es ist recht spannend, wenn du dann so zumal merkst, hoppla. Aber kommen die ja nach ins Land rein. Das habe ich auch immer gehabt, irgendwie, wenn, keine Ahnung, Polizeikontrolle.
kein Tropfen Alkohol, nichts. Und trotzdem bist du so, Scheiße, was wenn irgendwie, irgendjemand hat mal einen Sack Heroin in meinem Kofferraum da, ich habe es nie gemerkt. Weißt du, ja. So, du bist auf einmal fühlst du dich schuldig, obwohl du nichts gemacht hast. Eigentlich könntest du sagen, es ist alles easy. Ich kenne das Gefühl. Was ist das für eins? Ja, keine Ahnung. Einfach so, sobald man irgendwie so Polizei sieht, anständig, gerade hocken. Ja, genau. Ja. Ich kann, ja. Darum fahre ich so gern Zug. Ja, aber beim Kontrolleur und Kontrolleurin, auch dort manchmal so, Scheiße, was, wenn mein Ticket nicht gültig ist? Ja, ich habe ein GEA, da ist so, ich habe so durchspannt Kindersicherung, ein GEA. Da musst du einfach nichts mehr denken. Wirklich nicht. Du kannst einfach... Das habe ich auch mal gehabt, dann habe ich es natürlich immer vergessen. Ja, so aber richtig blöd. Das ist immer noch Kindersicherung. Ich meine, kostet 5 Stutz. Ja, eben, und dann musst du es rechtzeitig zeigen. Also, früher habe ich, glaube wirklich wie unterbewusst habe ich mega gerne mir zusätzliche Probleme angenommen. Weißt du? Und jetzt, ja. Wo könnte es Neues geben? Genau. Warte schnell, dann nehme ich mit. So, was ist genau der Deal? Und? Nein, das machen wir schlechter. Also du wärst so mein Schüler gewesen. Genau. Wow. Und jetzt da. Hocke mal. Hey, und jetzt machen wir einen Podcast für die Ewigkeit. Ja, voilà. Ja. Schön, gell? Ja. Aber ich glaube, ich wäre im Fall auch meine Schülerin gewesen, einfach, dass wir das geklärt haben. Hast du auch so Schüler und Schülerinnen gehabt? Ich habe das Gefühl gehabt, bei mir ist so gesehen, meine Lehrpersonen haben mich privat mögen, sie haben mich einfach schrecklich gefunden für jegliche Form von Unterricht. So. Ja, weil du wahrscheinlich jedes Problem noch aufgelesen hast, links und rechts. Ja, aber sie haben mich eigentlich mögen. Also ich habe irgendwie noch eine schöne Dynamik gefunden, weil ich habe immer so gemerkt, die finden mich nicht kacke per se, sondern irgendwie so... Das sind eben die... Hast du auch so Leute gehabt? Ja, natürlich. Ja. Und ich weiss schon, die werden dann in 10 Jahren sind das dann... Comedians. Gerade wollte ich sagen, und in zehn Jahren siehst du bei einem Open Mic. Ja, sagst, ja hey, genau. Ja? Ah, schön. Da sind wir wieder. Ja, genau. Ja, aber das ist eben, weil du wahrscheinlich mit deiner Art zu denken, zum Problem auflesen, nicht in das Gärtchen passt. Und ich glaube, das braucht es ja auch. Das braucht es sicher. Es ist einfach, es ist wahrscheinlich schon eine andere Denkweise. Das Lustige ist ja vor allem selber, ist die normale. Ja, Also im Normalfall denkst du ja nicht, ich denke völlig anders als andere. Aber du merkst es halt mit der Zeit. Durch die Reaktionen, die kommen. Genau. Und wenn die Leute auch lachen. Es ist aber also bis eine völlig simple Sache. Wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Fernsehen schaue, ich habe zum Teil 17 Sätze hintereinander nicht gehört, weil ich auf irgendetwas im Hintergrund schaue. Und das finde ich dann das Lustigste ever. Weil das eben, und dann verpasst ist, was vorne genau, passiert. Ich schaue dann irgendjemand. Ja, ja. So, der Schulte Leute hat das letzte Mal gesagt, das habe ich großartig gefunden. Er hat gesagt, wenn bei Menschen wie uns, wir müssten einen Banküberfall beschreiben. Das war das Unnützigste, was du jemals hattest. Als Zeugenaussage von uns. Wenn du jetzt, du wärst in dieser Bank gewesen und die Polizei kommt und dann hast du gerade schon Angst, oh, habe ich etwas, ah nein, ich habe ja gar nicht gestohlen, ich bin ja nur da gewesen. Nein, vor allem sagt er, es war dann so Zeugs wie, ja also, ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat, aber er hat Schuhe gehabt mit Klettverschluss. Und weißt du, wieso hat man Klettverschluss auch bei einem Banküberfall? Weil es schneller geht. Genau, ich will auch, ja. An und abziehen und so. Weißt du, du würdest auf völlig falsche Sachen schauen. Und irgendwie der Plastiksack ist irgendwie, der Plastiksack ist von Ikea gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob der genug hebt für so viel Geld. So viel Bargeld. Weißt du, alles so Zeugs. Ja, schön. Und das Gesicht würdest du wahrscheinlich gar nicht beschreiben können. Aber das ist ja das Spannende. Also ich glaube, was an unserer Arbeit so spannend ist, ist ja etwas beobachten, etwas überhaupt bewusst wahrnehmen und dann das wiedergeben. Also es ist ja wie, das macht es ja so spannend. Ja. Unsere Wahrnehmung. Und ich habe jetzt das letzte Mal gemerkt, das innere Kopfkino, das innerlich läuft, wenn man das mal nach außen stülpt, hey, es ist wie so manchmal so, es ist mega viel Bullshit dabei, bei diesen inneren Gedanken, aber so spannend, wenn andere sich in so einzelnen Gedanken auch wiederfinden. Mega spannend. Das ist ja das Grossartigste, wenn ich etwas sehe und dann wirklich so finde, ah, wieso bin ich nie auf das gekommen?
Ja. Weil eben du das Gefühl hast, es ist so nah, aber dass es überhaupt jemand ausspricht, ist eben gleich mega entfernt. Und das ist genau das, was du sagst, das ist das Kopfkino, wo also, am Schluss musst du immer irgendwie sieben. Ja, voll. Und es ist so, es ist spannend, es war eben im Zug gewesen, etwas, wo eben so verschiedene wie so Stereotypen da gehockt sind. Und ich habe mich mega geschämt, eigentlich. Und dann, als ich es ausgesprochen habe, haben es mega viele Leute wie auch können nachvollziehen und merken so, wow, Diskriminierung passiert dort rein. Und wenn man es ausspricht und merkt, hey, ich kann anders dagegen handeln. Und es ist eben wie so eine Dynamik, wo man auch, also allem und allen gegenüber voreingenommen ist. Ja. Und ich finde das mega spannend, weil du hast dann wie so deine Filter, wenn du etwas siehst. Und du siehst ja schon, ah, da ist so ein Schweizer, der hat wahrscheinlich das Gärtchen da. Das ist vielleicht, der sieht vielleicht, der redet Italienisch, der ist wahrscheinlich eine halbe Stunde spät am Bahnhof. Yeah. Also weißt du, die Filter haben wir immer dabei. Yeah. Und manchmal würde ich gerne wie so einen Schritt von mir zurück können und meinen Filter anschauen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber es ist eigentlich, so. Das ist eigentlich auch die Arbeit, das rauszoomen. Das eben weiter hinten alles beobachten. Mhm. Es ist eben nicht nur genau das beobachten, sondern es ist auch das Drumherum so beobachten. Wie machst du das? Wie mache ich, also wie tue ich rauszoomen? Ja. Ich habe ernsthaft das Gefühl, dass... Drogen. Genau. Hey. Fenster ist offen gewesen. Nein. Ich habe so einen Vaporizer. Wenn ich dort drei Züge nehme, dann zoome ich raus, dass ich im Weltall bin, sagst du. Nein, ich habe ernsthaft das Gefühl, dass mit 25 habe ich angefangen, Stand-up zu machen. Also letztes Jahr. Richtig. Und seitdem habe ich einerseits, ich habe das nie irgendwie klar psychologisch oder psychiatrisch abchecken lassen, aber ich habe auf jeden Fall nicht mehr die negativen Gefühle von früher. So, seit ich Stand-up mache. Also du meinst, es passiert dir etwas Schlimmes und dann kannst du sagen, hey, das kann ich nachher zum Material machen. Das geil, sowieso. Mein Rucksack ist gestohlen worden. Wuhu, hoffentlich lauert es mal das Geld. Das sowieso. Das hat wie es mir letzte nehmen. Woche passiert ist. Wirklich? Nein, aber klar, das Verarbeiten von einzelnen erlebten Sachen in diesem Moment vielleicht, aber viel mehr, dass ich wie gemerkt habe, aha, wenn ich eben so eine Denkweise habe, dann kann ich die in dem Moment analysieren, weil vielleicht könnte es etwas für die Bühne sein. Mhm. Es ist aber in 19 von 20 Fällen ist nichts für die Bühne. Und deine Freundin regt sich auf. Aber es ist trotzdem etwas, wo ich dann noch ein paar Tage später darüber reflektiere. Mhm. Also es ist eigentlich wie kognitive Therapie. Ja. Wo du machst, weil du tust deine Gedanken in irgendeiner Art und Weise aufschreiben und du tust sie ein paar Tage später sortieren. Ja, voll. Und allein durch das siehst du dann wieder die Absurditäten von gewissen Denkweisen, von gewissen Reaktionen im Moment und so weiter und so fort. Mhm. Und ich probiere mich wirklich mit dem immer auseinanderzusetzen und durch das merke ich, so zumindest für mich und mein eigenes Empfinden, bin ich entspannterer und fröhlicherer Mensch als früher. Weil einfach... Du könntest das zu einem Business machen. Du könntest es mega verkaufen. Du könntest ein Seminar machen. Aber das hat mir schon mal jemand gesagt, Stand-up-Therapie. Ja! Ich finde, das muss ja halt schlussendlich jeder Mensch für sich selber entscheiden. Also, es ist ja eigentlich eben aus dem Gärtchen rausgekommen. Yeah. Stand-up. In dem Sinn, dass du aus deinem Gärtchen rauskommst und eigentlich mal drauf schiessest. Genau. So. Und ich finde, für die Bühne, das, was du vorher gesagt hast, wie dann eben die Leute sich erkennen, habe ich so wie gemerkt für mich, dass ich die Ehrlichkeit etwas vom Wichtigsten finde. Mhm. Dass einfach, klar, ein guter Joke, also nicht klar, aber ein guter Joke kann man schnell mal irgendwie konstruieren, wenn man ein paar Jahre in dem geschafft hat, sieht man so langsam die Mechanismen und so. Aber das, was die Leute wirklich anzieht und was sie wirklich auch dort behalten, ist die Ehrlichkeit. Ja, von deiner Sichtweise. Genau, weil denen kannst du eine Connection aufbauen. Mhm, sonst gibt es ja wirklich keinen Grund, ja, das dieser ist Person so zuzuhören. Dann wäre es mehr ein Theaterstück, was auch spannend kann sein. Mir kommt so zum Beispiel Jimmy Carr in den Sinn, wo dann wie so einzelne einfach Witz reingibt. Ja. Yeah. Und man fragt sich am Schluss, ja, aber was ist Person dazu? Und das ist natürlich auch Kunstform. Mhm. Dass man sich als Person, wie so als Kunstform oder Kunstobjekt, Subjekt nimmt. Yeah. Und
Ich merke aber, ich kann wie mich als Mensch nicht draussen lassen. Es ist wie so, über das Erleben heraus ergeben sich ja Sachen. Yeah. Und ich meine, auch mit Kind sowieso. Es ist wie so nochmal eine Ebene mehr, wo wie noch mehr Erleben stattfindet. Und du hast schon recht. Ich tue einmal ein Tagebuch schreiben auf Notizen und dann versuche ich immer mal wieder etwas, was passiert ist oder so aufzuschreiben. Und dann später schaue ich mal durch, was ist da eigentlich alles, was sich so wie so Zusammenhänge ergeben. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, aber mit der Zeit ist es ja so, es ist so ein Teil von dir, dass du gehst dann so durch das Leben. Also das, ja, voll. Das ist, bei mir ist es so, wo ich angefangen habe, ich habe wirklich so mich gezwungen, irgendwie Material zu arbeiten und so. Mhm. Und jetzt ist es so ein fließendes Ding, dass einfach irgendeinen kleinen Gedanken einfach aufschreiben und irgendwann schaust du es wieder an. So. Ja. Und das Spannende ist, dass dort auch sehr klar irgendwie mittlerweile das Unterbewusstsein für mich merklich mitschafft, dass zum Beispiel gerade nach einer Premiere von einem Programm werden meine Notizen jetzt nicht mega oft gebraucht. Also weißt, dort wird dann auch nicht so viel aufgeschrieben, weil irgendwie du hast sowieso wieder irgendeinen Hügel hast drauf geschafft. Und jetzt ist mal schnell ein bisschen dort runterrutschen. So, und danach tut sich irgendwie das ein bisschen erholen und danach geht es, keine Ahnung, eben ein paar Wochen, ein paar Monate. Und auf einmal ist es wieder so, oh, das, ah. Hm. Ja, aber ich finde es spannend, du machst ein Stand-up über das Denken und wahrscheinlich auch viel über das Schwätzen, wo sich Sachen weiterentwickeln. Mhm. Und bei mir geht der Weg eigentlich immer zuerst über das Schreiben. Mhm. Also es ist manchmal sogar so, dass ich wie zuschaue, wenn ich am Schreiben bin und erst dann kommen wie Gedanken an manchmal. Ja. Und dann muss ich sie wie so einfangen und dann wieder ein bisschen schauen und eigentlich über das Schreiben bauen sich bei mir wie so die Welten einmal auf. Ich weiss nicht. Ja, das habe ich. Früher habe ich mehr wirklich noch geschrieben. Und dann beim zweiten Satz hast du einmal müssen Victor Jacobo anrufen. Und dann habe ich gefunden, eben, das bringt es ja nicht. Also, was diskutiert jetzt schon wieder? Nein, aber ich habe dann wie gemerkt, dass ich funktioniert, dass wie die Gedanken kommen. Mhm. Das ist bei mir der Modus, wenn ich auf der Bühne bin. Dann bin ich in dieser Drucksituation, dann bin ich mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und danach macht mein Hirn Sachen, die ich selber nicht verstand. Ja. Du machst dann wie Impro? Ja, und dann bin ich in so einem Hyper-Mode. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben will, aber es ist einfach, es passiert dann so viel in dem Hirn und das irgendwie, vielleicht kann man das irgendwie antrainieren, dass das auch sonst passiert, aber bei mir ist es effektiv nur in der Drucksituation. Und das ist immer schon so gesehen, als ich noch Theater gespielt habe, Regisseure so, du bist so ein Idiot, jetzt hör mal auf, kannst du mal einmal die Szene richtig spielen? Und ich so, ich mach's ja. Nein, ich weiss, wenn dann das Publikum da ist und so, dann spielst du es zum ersten Mal richtig. Und jetzt in der Probe ist es oft immer so ein bisschen. Ja. Und ich habe dann wie gemerkt, ich kann nicht anders. Es ist oft so, ich bin höchstens. Du kannst dich wie nicht verarschen. Ich bin höchstens bei 70%. Beim Radio früher noch Testsendungen. Für was mache ich eine Testsendung? Für nichts. Also ja, den Knopf drücke ich und entweder ich treffe oder ich treffe nicht. Also weißt du, so vom Gefühl her. Also eigentlich müsstest du alles so mit ins kalte Wasser. Und das ist mittlerweile auch das, wo ich effektiv zu 80% mache. Dich ins kalte Wasser rühren. Weil das aber das Effizienteste ist in deinem Fall. Genau. Und ich habe das Gefühl, die Grundidee und mit der gehe ich auf die Bühne und dann passiert Zeugs. So. Und das hätte ich mega gern, dass ich da sitzen und dass dann all das Zeugs kommt. Aber eben, vielleicht müsste ich für das mal so eine Webpen haben oder so. Ja, vielleicht müsste ich irgendein Business gründen und mal so ein Seminar. So ein halbpädagogisches Institut für Stand-up-Comedians. Semi-Comedy. Co-Semi. Nein. Ja. Ich sehe mittlerweile auch in der Schweiz gibt es immer wie mehr so auf meinem Instagram, weil ich natürlich viel Comedy-Seiten folge, kriege ich jetzt immer so Pop-Up-Werbungen von wegen, hey, Writing-Course und Performing-Course, 3 days, learn how to be a stand-up. Also, es gibt schon. Aber es wär doch mal lustig, dort, wieso weidige Degustation? Schwierig, Weidegustation. Yeah. Könnte man so mal so als Gruppe dort hingehen? Und dann wirklich mit Stift und Papier. So, ich will es jetzt lernen. Zeigen Sie es uns.
Oh, es war so geil, so wirklich auf so 20 Leute von der Szene. Ja. Aber es ist sicher geil, weil nachher haben alle irgendwie 5 neue Minuten, ja, weißt, wo sie sich gegenseitig performen. Natürlich, und auch der Druck, oder? Du wirst dann auf die Bühne stehen, hat sicher 20 Leute, die dazuschauen. Vielleicht müssen wir das machen. Hey, es wäre noch gut. Ich habe mal in L.A. im 2019, genau, bin ich in einem von den Hostels, wo ich gesehen bin, komme ich irgendwie so durch die Türen rein und dann sagt jemand, der irgendwie dort schafft oder keine Ahnung was, sagt so, hey, do you like comedy? Und ich so, yes. Und dann sagt sie, free stand-up comedy tonight, right here. Und so, oder? Quasi als Publikum. Und zwar okay. irgendein Dude, der eine Mixed-Show macht für das Dorm dort, also für das Hostel dort und kriegt wahrscheinlich $200 und darf ein paar Leute holen und so, oder? Wieso im Tourismuspool so die Animateure? Aber es hat sich wirklich so angefühlt. Und ich habe so gefunden, okay, das gebe ich mir jetzt. Und dann habe ich gesagt, klar, okay. Und dann laufe ich da rein und sage, just go through the door, it just started, okay, have fun. Und ich sehe, und das ist dann halt, wie es ein Hostel ist, alle möglichen Nationalitäten, 90% haben noch nie eine Comedy-Show gesehen. Und auch der Host ist so richtig, richtig negative Energie, von Anfang an. Und zwar hat er es auch 17 Mal gesagt, warum. Er sei jetzt 3 Tage in San Francisco gesehen und es sei voll geil gesehen, mega viele Leute, geile Shows. Und jetzt bin ich am Dienstag in einem Hostel in L.A. und perform für 20 Ausländer. Also weißt du, wirklich, wow. Das ist so. Und er hätte es lustig machen, aber es ist so wirklich, als ob es als Grundenergie ist, das so übergekommen, oder? Und hat natürlich nicht wirklich drum so mega Bock auf das Ganze. Und dann hat er aber gleich so ein bisschen Crowdwork gemacht, hat so ein bisschen mit jemandem geredet und irgendwie du und so und irgendwie, war ich von wo, bla bla bla. Und danach hat er gefragt, ist schon mal jemand in Vegas gesehen? Und einer davon bin ich gesehen, ich habe es aufgestreckt. Und er so, ah okay, from one, was hat er gesagt? From one to how fun was it? Und das ist so ein Joke gesehen dazu, oder? Und er alles so, und dann habe ich so gefunden, zero. Also ich habe extra übertrieben, oder? Und also, was, wieso? Und dann habe ich eine Geschichte erzählt, die wahr ist, von Charlie und mir, wo wir in Vegas gesehen sind. Und ich habe die Geschichte erzählt. So, und alle haben gelacht. Und es ist 5 Minuten gegangen. Und alle sind verreckt vor Lachen, dass dann auch wirklich auch selber dann gesagt hat, I cannot top that. Okay, here's your first comedian. Und ich bin auf zu dir gesessen so, ah, geil! Das ist jetzt recht geil gewesen. Aber hast du die Geschichte vorne schon mal erzählt? Ja, aber nie auf Englisch. Ja, also, aber das ist aber huere egal, wenn du Sprache wechselst. Wenn dann passiert nochmal mega viel. Also eben, er hat dann mit der Zeit gar nicht mehr fragen müssen, sondern ich habe dann einfach... Du hast einfach gefunden, jetzt... Pssst. Wait, das, I'm not done. Das hat er schon gespürt. Also weißt du, das ist nicht ein schlechter Comedian gesehen. Er hat einfach keinen Bock gehabt. Oder? Ja. So, und es ist auch einfach der absolute Clash von ich sage jetzt Kulturen gesehen. Es ist so ein bisschen wie wenn du einen Gala-Auftritt hast und die Leute wissen nicht, dass man dort ist. Ja, aber es ist wirklich so ein bisschen das gesehen. Weil nachher ist einer auf die Bühne gekommen und der hat eine 7-minütige Nummer gehabt, über das Roboterficken. Effektiv. Also er fickt den Roboter? Alles, oder wird alles. Roboterficken, er fickt Roboter. Also weißt du, wirklich so, oder? Und später werden eben Roboter selber ficken und düdüdü und so weiter und so fort. Und dort sind Menschen aufgestanden und gegangen. Oh. Weil, ich glaube, schon das Wort fucking und Robots in einem Satz und so hat Bahnen, glaube ich, nicht so passt. Sind das Schweizerinnen gewesen? Nein, aber irgendwie 18 und zum ersten Mal in einem Hostel. Ja, eben, weißt du, es ist einfach ein absoluter Clash, wo ich verstand. Ja, Leute. Mami, das ist ganz schön. Hi. So eine Marco, und er hat davon geredet, dass er will Roboter ficken. So, ja, was, wie, wo? So, ja, in so einem... Hat er dir Süßigkeiten angeboten? Hast du nein gesagt? In so einem Raum, und wir sind alle dort gesehen. Und dann müssen wir zuschauen. Aber dort weiss ich noch, das ist so mein Moment gewesen, wo ich so gefunden habe. Ah, okay. Nice, ja. Und doch, ey, ich muss wirklich so einen Kurs schauen. Das wäre grossartig. Ja. Mhm. Ja. Das, oder eben irgendwie so etwas anbieten. Ja. Einfach mal so
keine Ahnung. Also du dürftest natürlich nichts vorbereiten. Ja. Yeah. Du müsstest wie so einfach das mal ausschreiben und dann gehen. Also es ist jetzt natürlich blöd, dass ich das dir sage, aber du schaffst jetzt nicht mehr als Heilpädagogin. Aber man sagt im Normalfall immer, sobald man unterrichtet, hat man es in diesem Bereich nicht geschafft. Mhm, aber ich habe jetzt zuerst mit Unterrichten angefangen. Eben, darum. Ich sage nur, es ist ein bisschen blöd, dass ich das dir immer sage. Aber so im Grundsatz heisst doch immer irgendwie, wenn also Musiklehrer, ja, gescheiterter Musiker, oder? Ja, voll. Und darum denke ich immer so, der Rob Spence hat jetzt einen Comedy-Kurs und bei ihm verstanden ist, weil er seit 35 Jahren Comedy macht. Und, hey, und ich habe auch mal 3 Tage mit ihm dürfen arbeiten und also dort lernst du wirklich so wahnsinnig viel. Machst du jetzt Schleichwerbung? Nein, es ist, nein, kann ich ja sagen, wenn ich den Rob easy finde. Aber es ist wirklich mehr so, auch Bücher, weißt du, Comedy-Bücher. Es sind oft Leute, die ich noch nie sonst gesehen habe performen. Ja, ja. Und dann bist du so, ja, klar schreibst du ein Buch darüber. Also es ist ja dann immer so ein bisschen der Effekt von, würde jetzt ein Superstar wirklich erfolgreich sagen, hey, ich schreibe jetzt ein Buch und erkläre euch, wie man das macht. Ja, es gibt wenig Kurs. Und es gibt dann auch sehr wenig auf Deutsch. Also es gibt, ich kenne jemanden, wo ein Comedy-Buch hat schreiben und dann hat er nicht können anfangen und dann hat er statt auf Deutsch auf Englisch geschrieben. Und ich habe dann wie so alle, ich habe es viel durchgelesen und Feedback gegeben und ich fand, es wäre so gut, hätte jetzt da ein Beispiel auf Deutsch. Weil wir haben wie nichts auf Deutsch und ich glaube, es ist auch eine rechte brachliegende Szene. So, und auch lustig sein. Aber ich glaube, man kann sich wie antrainieren, dass man irgendwie so einen gewissen Blick schon anhat oder ein Bewusstsein. Also ich glaube, es können alle wie so ein bisschen einen Humor in ihren Alltag reinnehmen. Also sie müssen ja nie auf einer Bühne lustig sein. Aber ich glaube, es kann eben schon helfen, wenn man wie so mit dem Bewusstsein Sachen erlebt, dass man sich weniger persönlich oder direkt angegriffen, verletzt fühlt und einem Ombudsmann oder der Ombudsfrau muss schreiben, weil man wie schon die Distanz hat. Das verstand ich absolut. Aber eben, wie verpackst du das in einen Kurs? Weil der Kurs war ja dann eben für Leute, die effektiv das auf der Bühne machen wollen. Oder dann musst du irgendwie... Ja. Wobei, ich bin mal mit einer Kollegin so an einem Clown-Humor-Kurs, wo darum gegangen ist, wie man das im Alltag kann nutzen kann. Und das war recht lustig gewesen, weil wir haben dann wie so problematische Situationen aus dem Alltag nehmen. Und bei der Kollegin war es, sie ist schon ein bisschen älter. Und sie hat wie ihre Mutter im Altersheim und so, und nicht mehr so ganz zweig. Und dann haben wir wie ihre Szene, die sie einmal hat, wo sie streitet, die mega schwierig ist, auseinandergenommen. Und sie war so lustig gewesen. So lustig gewesen. Und dann kannst du das nächste Mal, wenn du dann wieder so den Streit hast, kannst du das wie reinnehmen. Und ich glaube, dort fährt es ja, also bei mir auf jeden Fall, dort fährt es an. Yeah. Ich kann es wie nicht ausschalten, der Blick mittlerweile. Es ist wie so, auch wenn ich zum Beispiel mit einem Freund streite, es ist immer so, manchmal fällt mir so, jetzt müsstest du einfach weggehen, Blickwinkel, geh weg, es hilft jetzt voll nichts. Ja, ja, aber ich glaube, das hilft dir ja dann auch, dass im positiven Sinn nicht ganz ernst nehmen, oder? Es ist irgendwie, ja, voll. Wenn es nicht um Leben und Tod geht, und eben wahrscheinlich sogar dann, ist es so, es kann jetzt nicht so schlimm sein, oder? Es kann jetzt nicht so intensiv sein, wie das muss sein, oder? Ja, die 2 Minuten, wo jetzt der Bus zu früh kommt. Ja, genau. Und das hat man, zum Beispiel die Entspanntheit habe ich sicher durch das. Und wenn du sagst, du kannst das auch nicht mehr abstellen, dann wird das Gleiche sein, dass halt eben das automatisch passiert, der Blickwinkel, das Rauszoomen, das irgendwie... Ah, das ist jetzt aber auch noch lustig. Aber es ist nachher noch die Aufgabe, das so einzufangen und zu bündeln, was mache ich jetzt mit dem? Und manchmal ist es einfach, geht es halt weiter. Aber es ist auch voll okay. Ja, du kannst irgendwie auch nicht alles, alles verarbeiten. Das war ja super anstrengend. Hey. Wenn alles immer verarbeitest, dann ist wahrscheinlich auch, das ist dann auch so ein Schweizer Ding, weißt du, wenn du keine Pendenzen mehr hast, oder? Ja, To-Do-Liste. Genau, du hast völlig aufgeschafft. Ja, das ist, glaube ich, der schlimmste Moment. Wenn du alles aufgeschafft hast, dann ist es so, ja und jetzt? Du hast gerade Zug gefahren. Genau, jetzt kann ich Zug fahren, jetzt gehe ich einfach so ins Mikro.
Mhm. Und stehen mal 8 Stunden umeinander, vielleicht ein oranges Liebli, dann schaue ich mal, was passiert. Ja, das wäre schon cool. Einfach mal in die Migro, ohne Grund, mit so einem orangen Liebli und dann einfach mal schauen, was so. Und dann hast du eine Situationskomik. Dann kommen ja Leute und fragen, sie, wo ist jetzt da der Mais? Und dann sagst du. Hinter links. Weiß es auch nicht. Mais es auch nicht. Nein, das sind so Sachen, wo man die ganze Zeit. Es gibt so Orte, wo, wenn du einfach mal länger als 5 Minuten bist, dann merkst du wahnsinnig viel. Zum Beispiel an einer zum Beispiel Bus, Tramstation oder so. Einfach mal Bus und Tram durchlassen. Dann passiert so viel mehr, als wenn du direkt einsteigen würdest. Voll. Weil du siehst dann wie einen neuen Zyklus. Ja, und das ist auch wieder etwas, wo man mit meiner Tochter mega bewusst wird. Ich meine, sie grinst einfach alle an, die sie sieht. Yeah. Auch wenn sie nur auf einem Werbeplakat sind, sie lacht alle an. Yeah. Und sie ist so traurig, weil so viele schauen auf das Handy. Und das ist aber auch mega schön, wenn sie dann wie so mega hartnäckig die angrinst. Und sie grinst sie an. Und bis die Werke dich angrinst. Und es kann 5 Minuten gehen und dann lächelt sie zurück und dann passiert etwas. Yeah. Es ist mega, mega spannend. Vielleicht müsste ich da auch einfach anfangen machen. Einfach so mal mega penetrant. Leute angrinsen. Ich glaube, das ist wirklich, es gibt so ein gewisses Alter, wo es dann nicht mehr geht. Meinst du? Ja. Mit Basel haben wir zum Beispiel die ewige Grinsenfrau, heisst sie. Heisst sie? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Also erzähl, wer ist da? Mittlerweile habe ich erfahren, irgendjemand hat mir gesagt, es sind zwei verschiedene Menschen. Ich habe das Gefühl, es ist die gleiche, die auf der Strasse geht wahnsinnig schlecht Ballett tanzen. Und die ewige Grinsenfrau. Und irgendjemand hat mir jetzt gesagt, nein, das sind zwei verschiedene, sie sehen einfach gleich aus. Zwilling? Ja, vielleicht, ja. Und die ewige Grinsenfrau früher, ne, die hat einem immer geflasht. Du bist irgendwie, keine Ahnung, bist irgendwie in einem Restaurant gesessen und dann hat sie oft außen angestanden, bei der Scheibe und hat sie einfach grinsen. Und dann bist du so ein bisschen, ah ja. Und dann auf einmal rockt oben. So. Du bist so, hoppla. Okay. So. Hoppla. Das ist die ewige Grinsenfrau. Und dann, jetzt gibt es eine, die tut immer, aber wirklich so schlecht. Also, es war auch schon wieder eine Nummer. Mhm. Ballett tanzen. Dann kommt sie mit irgendeiner Lautsprache und dann drückt sie irgendeine Schwanensee ab oder so. Und macht es mega schlecht. Yeah. Aber, im vollen Outfit. Oh, im vollen Outfit. Wow. Und ich habe gemeint, das ist der gleiche Mensch. Aber anscheinend nicht. Falls irgendjemand von Basel zuhört, sagt mir mal, ob das der gleiche Mensch ist. Ja. Haben das so in Tägerwilen? Gibt es also Original? Du, ich bin schon zu lange weg von Tägerwilen, aber in Zürich habe ich das Gefühl, oder es ist... In Zürich, sorry. Mhm. Ich lasse dich ausreden. Es gibt ein paar. Mhm. Es gibt natürlich ein paar, wo du eher so ein tragisches Schicksal denkst. Aber was wir jetzt amigs erleben, ist sowieso amigs verschiedene Gruppen, die zum Beispiel Capoeira tanzen, recht beeindruckend. Und dann kommen sie und machen wie so 3 Minuten mega krasse Performance und dann reichen sie den Hut und gehen weg. Und das ist etwas, was man sonst, glaube ich, in der Schweiz wie nicht so kennt. Die sind früher noch zu Basel gesehen. Ah, haben sie gefunden, die haben wir jetzt abgerast, gehen wir auf Zürich. Wahrscheinlich. Mhm. Ja, und vielleicht wäre das mal etwas zum, ich habe mir das auch schon überlegt, hätte ich den Mut, zum einfach so auf die Strasse, Mikrofon raus und dann einfach mal auf der Strasse, wie so Strassenmusik, so Strassenkomik zu machen. Ich habe das mal gemacht. Du hast das gemacht? Ja, also es ist Teil von einer Promo, es ist so eine Promo-Woche gesehen, die ich gemacht habe. Mhm. Für das dritte Programm. Ja. Habe ich mir so, So ein grosses Velo, Dreirad, was weiß ich, Ding, wo sonst gebucht worden ist für irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht was, Hot Dogs oder Drinks oder irgendwie so. Und so eine Ladefläche gehabt hat. Habe ich die Ladefläche als Bühne gebraucht und habe dort mein kleines Böckchen an. Und dann habe ich so ein paar Fähnchen gehabt, wo irgendwie so das Programm drauf gestanden ist und so. Und klar, wir haben es gefilmt, das ist die Idee, dass du mit lustigen Webclips hast. Aber ich bin effektiv in Bern. Luzern, Küsse nach dem Rigi, das war so ein Fall. Basel sicher. Also einfach an verschiedenen Orten. Kur, genau. Kur. Und bin dann so irgendjemand an und habe dann aber sogar extra, nicht vom Programm, sondern extra wahnsinnig schlechte Jokes, habe ich dann ausprobiert. So, oder? Extra?
Ich habe mich extra selber sabotiert. Ja. Wie ist es gegangen? Ich glaube, das ist nicht mehr online. Das sollte der Joke sein. Ich glaube, es hat meistens halbwegs funktioniert. Also, Bundesplatz ist am besten gesehen. Bundesplatz Bahn will einfach niemand los zu. Es interessiert niemand, wenn der deine aufsteht und so, hallo, hey. Du musst dich schon fast fesseln. Nein, es ist mir darum gegangen, dass irgendwie in der Interaktion mit den Leuten. Ja. Probier mal irgendwie Halbidiot Pre-Tour oder so. Aber also ich habe es sicher auf meinem YouTube, aber wahrscheinlich nicht mehr öffentlich. Ab und zu musst du irgendwann so Videos musst ab und zu wieder wegnehmen. Selbstschutz. Ja, also es hat ja nichts mit mir zu tun. Doch, siehst du, ich habe es da drauf gelassen, dann ist gut. Weil ich gefunden habe... Ah? You're booked on the wrong side. Shit, was ist los? Also die Idee war gesehen, dass das Publikum da ist und nicht da. Ja, ja, das hat sie nicht zu finden. Aber es ist geil, mit der Farbe, ne? Ja, ja. Waldklasse. Am schönsten ist Küssnacht am Rigi. Das ist pure Schönheit. Das ist, also... Machen wir Pause? Küssnacht am Rigi habe ich gefunden, das ist die schönste Aussicht, die ich in der Schweiz jemals gesehen habe. Und sie haben gerade dort irgendwie so ein neues Haus angebaut. Und ich habe gedacht, in das würde ich ziehen. So schön dort. Voll, voll. So schön. Ja. Ja. Es gibt es. Schöne Art. Jawohl. Unbezahlbar. Unbewohnbar. Also, meinst du für unsere... Für uns. Ja. Mach ja. Mal Innerschweiz, Christoph. Nur schnell. Ich will nur schnell ein Bild zeigen, wie das ausgesehen hat dort. Beste Tag. Ich glaube, ich habe es Innerschweiz genannt. Ja. Ja, schau mal. Haben Sie ein Kostbuch davon? Nein. Nicht? Nein, können Sie lieber das Ganze schauen, haben Sie auch. 5 Sekunden Zweckmissen. Das ist ein Wahnsinn. Okay, danke Christoph. Aber ich habe von Kollegen aus Deutschland habe ich gehört, die machen zum Beispiel im Sommer, gehen die oft so Nordsee, Ostsee und machen dort wie Strassen-Comedy. Mhm. Effektiv. Wir müssen ja wie so Open-Air-mässig, weißt du, wo du so, vielleicht so wie ein Wohnmobil mitnimmst yeah. Und die ganze Bühneninfrastruktur hast und dann kannst du wie so halt das mhm. Städtchen. Das ist mega geil. Das wäre schon noch cool. Wir haben für das Ding haben wir verschiedene Möglichkeiten angeschaut und es gibt irgendjemand, ich weiß natürlich nicht mehr, wie das heisst, irgendjemand in der Schweiz, Bern, Biet, irgendwie, keine Ahnung wo genau, wo eine effektiv mobile Bühne hat, mhm. mit so einem alten, wie heissen die italienischen Kleinautos? Fiat. Nein, nicht so, sondern eben so einen kleinen Piaggio oder irgendwie mit so einem vorne dran und dann ist hinten so ein ganz kleines Lastwagen. Yeah. Und dann kannst du innerhalb von, weißt du auch nicht, 10 Minuten machst du das irgendwie alles aufbauen und dann hast du dort eine kleine Bühne und so Zeug. Ja, da könntest du an dem Wochenendseminar könnten wir das machen. Das ist schön. Aber, ja, aber, ja. Aber das ist ja eigentlich das Schöne an unserem Beruf, dass man mit wenig eigentlich das schon machen kann. Ja. Nicht ohne. Die Leute haben manchmal das Gefühl, dass man einfach irgendwie keine Ecke stehen. Ja, ja. Das ist die Fahrt. Ja, ja, aber. Aber sonst. Ich merke es auch noch in meinem Umfeld. Es ist wie so. Ah, ja, ist jetzt. Schön, was du da jetzt auf dieser Bühne da gerade spontan gemacht hast, alles, ja. 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 Ja, ich merke, ich habe ja so ein kleines Klavierli. Mhm. Das ist auch noch cool, mit Musik Sachen zu machen, das ist dann nicht gleich spontan. Ja. Yeah. Aber, ja, ich finde es auch noch spannend, wie noch andere Sachen reinzunehmen. Und dann ist es wie so nicht mehr Stand-up. Ja. Yeah. Und ich habe mir auch überlegt, ja, so ein bisschen mehr Sachen ausprobieren, was man alles noch machen könnte. Ich finde, Stand-up ist wie so eine mega Königsdisziplin, wenn du einfach so nichts hast, nur so dich. Mhm. Und manchmal tue ich mich aber gerne wie, ja, verstecken, aber wie noch so ein bisschen so mit anderen Sachen spielen oder vielleicht eben auch ja, so ein bisschen Hilfsmittel haben, so ein bisschen Krücken. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Hast du das schon gebraucht oder immer so? Nackt quasi auf die Bühne.
Nein, ich habe, also vor allem das erste Programm ist einfach noch wirklich irgendetwas gesehen. Mm-hmm. Ich hatte eine Gitarrele, was eigentlich auf der kleine Gitarre ist, wo tönt wie eine Ukulele. Aber weil ich nicht Ukulele spielen und auf der Gitarre irgendwie so ein paar Grund gehört, habe ich die gehabt. Gitarrele. Und dann habe ich irgendwie was habe ich gemacht? Ein Startsong, da habe ich mit der so ein bisschen so da, als würde ich Hardrock spielen. und was habe ich? Nach der Pause habe ich mit dem schnell Elvis gesungen, aus irgendeinem Grund. Also weißt du, auf irgendwie so irgendetwas. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, das weiß ich noch, mit damaligen Manager, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß nicht, wenn ich die zweite Hälfte anfange. Ich sagte, mach irgendetwas mit dem Ding. Okay. Okay. Hat gestimmt. So. Mhm. Und im zweiten habe ich am Schluss ich ein Lied gesungen, so quasi zum die Leute entlassen. Und dann beim dritten habe ich entschieden, ich will mich mal testen und probiere effektiv alles nur Stand-up. Mit dem Mikrofon und dem Barhocker. Da ist viel gebraucht worden. Dann. Mhm. Was hast du schon alles mit dem? Geschlechtsverkehr eigentlich simuliert. Das ist alles? Als Löwe als Schildkrott. Stimmt. Und so Zeugs. Ich habe mal gebraucht als Tramsitz. Das finde ich dann spannend. Klar, es gibt Krücken, können eben auch die ganz wenigen Sachen, die auf der Bühne sind, können dann auch Krücken sein. Oder nicht mal Krücken, sondern sogar mehr Leitern. Also du kannst auf einmal noch etwas kreieren. Ja, ja. Gefühlt nicht, oder? Mhm. Allein und es fängt eigentlich damit an, dass man als Kind hat man Decken und Stühle, oder, wo man dann das Achte aufgelupft hat und dann hat es sich verschoben. Mhm. Und dann entstehen Fantasielandschaften und alles. Und ich glaube, es ist die Fantasie, die man immer noch mitnehmen kann. Mhm. Es ist so, ja, ich habe ja so ein Höckerli oder so ein Stitschli und wenn die dann zu Leben erweckt werden, das ist ja spannend. Das ist mega geil. Also. Ja, ich habe aber auch schon tatsächlich, wir haben schon mal, also Stuhl noch nicht, aber ich glaube, es hat schon mal, Mikrofon hat jemand müssen heben, also hat ein Headset sein. Und das ist natürlich cool, wenn du einfach jemanden als Mikrofonständer hast. Da musst du ausnutzen. Und dann einfach mal so, ja, warte. Ja, und dann einfach aufs Letzte ausreizen, oder wenn du dann halt keinen Tisch hast und dann ist jemand halt da und macht dir den Tisch, dann ist einfach, eigentlich müsste ich wirklich das nächste Mal einfach nur Leute brauchen, die dann den Stuhl sind, oder den Barhocker. Weißt du, wie spannend, wenn du einfach verschiedene Leute kannst als Barhocker einsetzen. Also, hey, ihr könnt schon das Programm schauen, ihr müsst vielleicht einfach ein Barhocker sein. Bei der einen Nummer, die ich gemacht habe, war es vielleicht nicht so gut gewesen. Wenn ein Mensch ein Barhocker hat müssen sein. Okay. Der hat dann vielleicht noch einen Brief von einer offiziellen Behörde gehabt. Aber sonst finde ich es sehr gut. Ja, ja. Mhm. Oh mein Gott, was ist das gesehen? In irgendeinem von denen Sacha Baron Cohen machen sie das auch in einem Interview. Aber so tot ernst quasi. Ja. Wir haben jetzt ja hier Menschen als Buffettisch. Ah, da kannst du aussuchen. Und es sind dann wirklich irgendwelche Leute, die dann auf so dort hocken und oben drauf hast Essen. Und irgendwie, ich glaube, es ist Bruno gesehen. Und dann redet er mit der Paula Abdul, redet er irgendwie über Menschenrechte und was weiß ich, oder? Und sie isst da vor so menschlichen Tisch, isst sie irgendwelches Essen drauf. Das ist ganz schrecklich. Oh ja. Mein Gott. Ja, aber wenn es Teil vom Konzept ist, dass du sagst, hey, so und so und so, das brauche ich alles, aber das wird... Es war immer Notfall bis jetzt, vielleicht müsste ich das fix einplanen. Ich finde es eine gute Idee. Mhm. Oder weißt du, dann sagst du so, und jetzt in dem Bild gesehen, man, der Napoleon, wer das Rost, wer kommt? Ja. Ja, voll. Aber ich glaube, Leute im Publikum sind ja meistens drum im Publikum, weil sich dort auch wohler fühlen, außer man ist irgendwie gerade in einem Hostel und weiß gerade nicht, was einem geschieht. Ich glaube, es gibt so einen Wechsel von, wenn jemand die ganze Zeit drankommt, und zwar wirklich drankommt, das wird in der Schweiz immer so gerne gesagt, dann kann es sein, dass Menschen drumherum Mitleid haben mit dieser Person und die Person selber sich auch nicht gut fühlt.
So, und das ist eigentlich nicht das Ziel. Ich habe das Gefühl, dass sobald mehr als jemand ist, sondern so irgendwie 5, 6, die in irgendeiner Art und Weise etwas zu tun haben, schon nur, wenn man mit ihnen redet. Also wenn ich Crowdwork mache, so oder so, rede ich nicht nur mit jemandem, sondern es geht darum, so ein bisschen, dass alles so ein bisschen inklusiver wirkt. Oder? Ich habe das Gefühl, pädagogisch. Ja, aber es ist doch so, dass dann effektiv die Leute die Last nicht mehr auf einer Person ist. Und das so, man kann mehrere Leute mobben. Nein, du mobbst sie ja nicht. Also mein Ziel ist nicht, sie zu mobben. Nein. Effektiv nicht, sondern mit ihnen Spass zu haben. Ja, ja. Aber die Last ist ja dann trotzdem nicht mehr auf einer Person. Ja, oder und der Fokus. Genau. Und ich glaube, das Gleiche ist dann auch bei so etwas. Also, wenn man es schafft, dass die Menschen Spass haben dabei, dann ist es... Kannst du eh machen, was du willst. Eben, dann ist es, glaube ich, wurscht, dass sie eigentlich nur im Publikum sitzen wollen. Ja, voll. Sondern dann ist es wirklich... Also Interaktivität, aus irgendeinem Grund hocken ja Menschen im Publikum, das stimmt, aber aus irgendeinem Grund schauen sie nicht einen Kinofilm, ja, wo ja. sie im Publikum hocken, sondern sie schauen etwas, was live kann passieren kann. Genau. Und ich finde das bei der Bühne ist das Spannende. Vor allem in dem Bereich, wo wir arbeiten, wo man dann eben auch noch mit dem Publikum redet. Ja, und wo Sachen passieren. Also oder schon nur zum Publikum, dass du ja mit ihnen kommunizierst. Mhm. Oder? Dass du wirklich eine Gemeinsamkeit kreierst, wo im einem Theaterstück nicht hast. Ja, es ist ja wie die vierte Wand, die du durchbrichst. Genau. Und dann fängt das Kommunizieren an. Und dann hat es auch wirklich einen absoluten Mehrwert zu allem anderen. Es ist so, ja, voll. Wo du irgendwie sonst könntest konsumieren. Absolut. Ob Video oder live? Ja, aber jetzt, wenn zum Beispiel das jetzt nimmst auf das Hostel, wo der Typ dort war und überhaupt keinen Bock hatte, ja. Dann kann es ja eben auch viel mehr, es kann auch viel mehr kippen. Ja, das ist klar. Logisch. Also, das ist ja genau, da können wir eigentlich wieder... Das ist der Spannungsbogen. Richtig, da können wir genau in das Feld. Genau in das Feld. Mhm. Das, weil es dort die Unsicherheit hat, kann es ja dann durch das auch so geil werden. Voll. Das ist genau die Grenze, dass irgendwie... du gehst ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber wenn es dort funktioniert, dann macht es natürlich. Ja, aber wirklich. Ja, voll. Das finde ich schon mega geil. Alles kann passieren. Wenn nur genug viele Leute sich an dem mentalen Tisch verschieben. Richtig, Achtung. So, wow! I'm impressed. Du hast mir vorher gesagt, du planst langsam das zweite Programm. Ja, für nächstes Jahr. Für nächstes Jahr. Ich kann das erste Mal noch ein paar Mal spielen. Ich bin jetzt noch nicht zu viel am Auftreten, so mit Kind, aber Wie alt ist die Kleine? 7 Monate. 7 Monate. Ja, sicher. Also ich glaube, nächstes Jahr ist sie grösser, wenn ich dich. Sie ist so groß. Wirklich? Ja, siehst du nicht, ich habe schon mega Muskeln, habe ich das Gefühl, weil so 8 Kilo lupfen, du. Puh. Das geht noch. Das wird dann schon mehr. Ich kann sie einfach so klein behalten, nein. So klassisch Ältere, die Kinder haben, die schon älter sind als deine, dann können sie ihnen sagen, ja, wart nur, bis sie 13,8 Kilo sind. Und ha, da merkst du dann etwas. Ja, es ist immer so, die nächste Stufe gibt es immer. Ja. Aber eben, ich spiele es jetzt noch ein paar wenige Mal und habe sonst einzelne Auftritte, aber ich habe jetzt noch nicht zu viel. Ja. Es ist... ich habe gemerkt, anders wie Teselbrücke, ich muss glaube ich langsam anfangen. Ja, ich glaube, man kann ja lernen. Aber du, hey, wenn... Ich glaube, wir können es ja eh nicht, nie miteinander vergleichen. Wenn es dann irgendwann mal mehr Sachen gibt, mega gern, aber eins ums andere. Ja, also ich bin mir sicher, dass das mehr wird. Ja, sofern du das willst. Ja. 100%ig. Mhm. Also wirklich. Vielleicht biete ich irgendwann mal so ein Wochenendseminar an.
Kreatives Schreiben. Das gibt es natürlich sehr viel. Mhm. Ja, und Auftreten. Kreatives Schreiben, Auftreten, Verarbeiten, Weiterschreiben. Genau, es ist wie so, Therapie ist auch schon drin. Ja. Genau, Comedy-Therapie. Ja, wirklich. Voilà. Irgendjemand hat mir mal gesagt, ich soll das machen. Mhm. Hast nicht sogar du das gesagt, Christoph? Kann sein, dass es mal ein neues Gespräch so. Genau, wir haben das mal besprochen, ja. Bietet es mal an. Vielleicht heisst dein nächstes Programm Comedy-Therapie. Ich bin momentan sehr am umstudieren bei meinem nächsten Programm. Wenn ich hast du schon einen Titel für deins? Eben, genau dort bin ich jetzt. Normalerweise habe ich einen klaren Plan. Ja. Und mein klarer Plan kann sich gar nicht ändern, weil ich es auch einen sehr strikten Zeitplan habe. Ah, oh, krass. Also, ja. weil normalerweise, vor Corona, bin ich mittlerweile im Jahresrhythmus gesehen. Jedes Jahr ein neues Programm. Oh, so, oder? Fuck, das ist ja hure viel. Genau, dann bist du wirklich oft so, dang, oder? Das ist dann so, das ist oft so wie marschieren. Ich kann rennen. Genau. Und jetzt ist spiele ich immer noch das fünfte, noch bis an die Saison, also bis irgendwie März oder was weiß ich. Mhm. Und dann kommt das nächste. So. Und der Punkt ist, ich habe schon mega lang genau gewusst, wie es nächste wird. Mhm. Und dann ist Corona gekommen, dann habe ich gefunden, okay, nein. Dann habe ich einen völlig anderen Plan gehabt und habe gefunden, ah, ich weiß genau, wie es nächste wird. So und so, so heisst, so sieht es aus, da. Jetzt ist aber schon zu viel Zeit vergangen, dass bevor ich das überhaupt kreiert habe, ich die Idee wieder kacke finde. Ja. Und sonst hätte ich sagen, ja, das hat für die Zeit hat das gestimmt. Du musst also deine Idee schnell genug machen, damit sie nicht blöd findest. Richtig, aber wahrscheinlich ist das immer so. Ja. Also, ja. Und jetzt bin ich so ein bisschen so, jetzt geht es irgendjemand anders an. Ich glaube, ja, hey, es ist schon krass, so viel Programm. Krass. Schon viel. Jo, es ist. Hey, weißt du, fünf Programme in zwei, drei Jahren ist ja nichts, gell? Ja, aber gefühlt, nein. Einfach so. Es sind effektiv, man kommt natürlich darauf an, ich habe zwei Jahre fürs erste geschrieben, bis ich es zum ersten Mal performt habe. Ja, aber am Anfang nicht. So, und nachher ist dann ein klarer Rhythmus geworden. Ja, aber ich habe gemerkt, wie man sich dann selber. Wie überlistet. Es ist dann eben gar nicht viel. Weil statt dass man so wie so einen riesen Berg kreiert in seinem Kopf, wo man sagt, oh, da muss ich jetzt, nach 10 Jahren muss ich jetzt wieder den Berg drauf und schaffe ich das noch und so, ist es mehr so, es ist mehr so wie Hügel. Ja, spazieren. Genau, Hügel spazieren. Wo du sagst, hey, jetzt haben wir gerade einen gemacht, schau, da kommt schon der nächste. Also weißt du, irgendwie, du überlistest dich in einen anderen Rhythmus zu kommen. Du machst echt durch die Swiss mental. Quasi. Und bin durch das auch. Meiner Meinung und zwei, drei andere auch, Mami, Papi, mit dem fünften Programm, wo ich eigentlich nur eben nicht einmal ein Jahr Zeit hatte, sicher am besten gesehen. Also weißt du, irgendwie. Ja, vielleicht ist dann halt einfach. Ich merke es auch jetzt schon wieder, ich habe ja so wenig Zeit, einmal zu Sachen zu arbeiten. Und dann muss ich wie viel klarer den Bullshit rauskriegen. Und das ist der, wo ich sonst eher mal noch ein bisschen dran hängen und paddeln. Ja, vielleicht kriegt man dann noch. Nein, weg. Und der Will hat das gesagt. Der hat gesagt, Kinder helfen dir beim Programm schreiben. Weil du effektiv, du hast den Bullshit ja schon. Du hast Zeiten, nein, du hast klar definierte Zeiten. Ja. Und du hast nicht mehr Zeit. Nein. Das heisst, du musst dann, eben, der richtige Shit, du musst dann, bam. Mhm. Der kommt dann. Ja, also wenn du mal mega kreativ sein willst, kannst du mega gerne mein Kind auslehnen. Weißt du, wenn dir das hilft, dann kannst du es einfach mal haben. Vor allem so in der Nacht. Und dann ist deine Freundin hat das Kind. Zwei. Zwei? Und das auch noch nicht so in einem selbstständigen Alter, hä? Oder schon? 9 und 6. Also windelfrei. Meistens. Ich. Du, ja. Das ist schon der habe ich. Nee. Ja, der ist gespürt, der ist um den Ecken geschmeckt. Ich habe dir vorher den Fax geschickt, dass der dann massieren wird. Nein, eigentlich kann ich mal etwas mega nett sagen. Nämlich, die paar Mal, wo wir zusammen auftreten sind, habe ich die immer grossartig gefunden. Ja, merci. Und bin wirklich mega Fan von dir. Und darum habe ich das Gefühl, dass
wenn du das willst, dass wirklich extrem viel wird kommen. Hey, merci. Danke. Wirklich? Aufbauwort. Merci. Ja, und ich glaube, du wirst auch noch 15. Ja, hey, ich kann es nur zurückgeben. Was ich eben mega cool finde bei dir, ist, man merkt eben wirklich auf der Bühne, also ich merke es, ich kann nur für mich reden, dass du mega im Moment bist und mega präsent. Das ist schön. Wieso? Ja. Ja, und das ist eine mega Stärke und das können nicht alle. Will man dann zu fest im Kopf. Ja, ja, das ist wirklich the zone. Ja, voll. Das ist aber wahrscheinlich das was ich meine mit dem Hirn, wo dann irgendwie in so Hypermode geht. Ja, voll. Yes? Das ist wirklich, das ist wie Ferien, das ist großartig. Und das auch, wir haben jetzt 1,5 Stunden. Hast du gedacht, dass wir 1,5 Stunden geschwätzt haben? Nein. Was hast du gedacht? 3. So, besser als die anderen. Wir hören auf. Hey, merci. Vielen Dank, bist du da gewesen. Komm bald wieder. Danke, Christoph. Und alles Liebe. Macht's gut. Peace. Ciao. Boop. Boop. Ich habe meine Schuhe irgendwann abgezogen. Hey, ich im Fall auch.